Und herzlich willkommen hier wieder beim Quali, der immer noch ein bisschen krank ist, aber ich glaube, das haben wir letzten Mittwoch hingekriegt, dann kriegen wir das heute auch hin. Wir spielen heute eine Runde Vampire the Masquerade V20 in Chicago. Und mit mir wie immer dabei die illustren Gestalten namens Sere Aladi, ne, alias wollte ich sagen, alias Emma Williams. Hallo. Oh, etwas übersteuert. Hast du heute laut bei mir gestellt oder nicht? Ich überprüfe das. Eigentlich nicht. Gut. Der Joe als William Andrews oder Morty Famos? Yeah. Morty Famos. Ist am Start, ja, ja. Mm-hmm. Ja. Und Siri auch hoffentlich. Alexa. Siri, Alexa. Wie auch immer Google. Sie heißt. Oder er. Weiß nicht. Ja, die beiden wie immer ohne Bild. Dafür mit Bild der Mischka als Jonathan Bauer und den. Ein guter zusammen. Ja, so sieht er aus, der Mischka. Genau. Ja, ja. Und last but not least, Leopardin 202 als Melina Farinadis. Hallo, guten Abend. Ja. Wir befinden uns im Chicago der Neuzeit. Und ja, unsere Vampire sind relative Vampir-Neulinge, sogenannte Küken. Haben dem Prinzen der Stadt den Arsch gerettet, deswegen sind sie so mit dem Prinzen und ja, haben einiges schon über sich ergehen lassen müssen und sich in die Vampirgesellschaft halbwegs, würde ich mal behaupten, zumindest mit der letzten Folge, wenn ihr die nicht gesehen habt, dann guckt die nochmal, haben sie sich eingegliedert in die Vampirgesellschaft, in die Kamarilla der Stadt. Und ja, die Stadt hat aber ihre ganz eigenen Probleme, denn ja, unsere Vampirhelden werden von mysteriösen Anschlägen betroffen, jeder so auf seine eine Art und Weise. Und zusätzlich, als wäre das alles noch nicht genug, dass sie mit dem Vampirsein klarkommen müssen und den Anschlägen, die auf sie verübt werden, kommt es auch noch dazu, dass sie ein anderes Vampirküken, einen jungen Toreador namens Portia, mit sich herumschleppen müssen. Wobei ich gar nicht weiß, ob das der richtige Ausdruck ist, mit herumschleppen. Oder ob das nicht ja, inzwischen etwas Sympathie auch trägt. Wer weiß das schon so genau bei Vampiren. Ja. Was beim letzten Mal passiert ist, das wollten euch die Spieler so in gesammeltem, schnellem Durchgang auch mal darlegen. Der Jonathan Bauer hat, wie es einem alten Tremere gerecht wird, mitgeschrieben, habe ich gehört. Ja, das ist korrekt. Wir begannen damit, dass wir für Portia Kleidung einkaufen wollten und auch für William und Jonathan. Und William hatte da wohl eine sehr gute Adresse im Kopf, wo wir hin könnten. Das stellte sich dann als Wrestling-Bekleidungsgeschäft heraus und letztendlich entschied man sich, sich nicht zu entscheiden. Lediglich einen Anzug für William haben wir dort geholt. In dem nächsten weiteren Geschäft haben wir dann tatsächlich ein Kleid für Portia gefunden und eine Fliege für Jonathan, weil er der Meinung war, dass man ja, gut gekleidet dort auftreten soll. Auf dem Weg zurück sind wir dann, beziehungsweise, gerade überlegen, sind erst am Gym vorbeigefahren oder erst in die Wohnung? Erst in die Wohnung. Dort hat Jonathan dann Melinas Fenster untersucht mit einer Ausbecksgabe, die er hat. Herausgefunden, dass dort eine schwarz vermummte Gestalt im militärischen Look das Loch in die Scheibe schnitt. Und ebenso auch an der Wand des Gyms wurden ihm da die Eindrücke hinterlassen, dass eine ebenso beschriebene Gestalt den Brandsatz durchs Fenster warf. Gut, danach sind wir dann zum Succubus-Club, wo die Einladung, ja, wo der
zu dem Treffen eingeladen wurden. Dort warteten keine Gäste vor der Tür und es waren auch keine Türsteher da. Nach kurzer Vorstellungsrunde und Einnehmen unserer Plätze ging die Versammlung dann los und zu dem Tagesordnungspunkt Anklage, der Bruch der Maskerade, gab es die Anklage gegen William, zum einen den Mord an der Fernsehübertragung, von dem wir wissen, dass es ein Fake ist, Zerstörung einer Bar, was wahr war, und Mord an einem Autofahrer, was auch wahr war, wie dem auch sei. Außerdem wurde Jonathan beschuldigt, ein Blutsverräter zu sein, und ihm wurde es wurde gemutmaßt, dass er ein Spitzel für einen Ahn wäre. Aber im Zuge der von mehrfachen Stellen vorgebrachten Werwolfsthematik, unter anderem vom Dr. Varinakis, hieß der so? Klitias, sorry. Varinakis ist ja Melina, stimmt. Dr. Klitias hervorgebrachten Werwolfsthematik wurden die Anklagepunkte fallen gelassen, da es sich um etwas Wichtigeres zu kümmern gilt. Und der Prinz Lodin hat die Blutjagd auf eben diese Werwölfe ausgerufen. Dann haben wir noch ein paar Primogene befragt, was sie Näheres über Wehrkreaturen wissen. Da haben sie alle so mehr oder minder mit den Achseln gezuckt. Aber die Tremere hatten sich gegenüber dem Prinzen bereit erklärt, das Wissen aus ihrer Bibliothek bereitzustellen, fragt sich nur wann und wie viel. Und nach einem kurzen Gespräch mit dem Primogen, der Nosferatu, sagte dieser, er hält mal die Ohren offen. Ja, soweit von mir. Ja, das ist ungefähr das, was meine Spieler mitgeschrieben hatten. Ich finde das immer interessant, was die Spieler mitschreiben und was tatsächlich passiert. Das solltet ihr auch mal machen, wenn ihr eine Runde leitet. Ja, lasst die Spieler doch mal so ein Online-Tagebuch führen und ihr guckt dann nach der Session da rein und wundert euch dann, was die Spieler meinen, was alles passiert wäre. Gut, aber grob stimmt das natürlich. Das Wichtigste war natürlich die Shopping-Tour, nicht die Verhandlung. Und ihr seid jetzt wieder frei von jeglichen Anschuldigungen. Habt ein bisschen einen Überblick gewonnen darüber, wie die Machtstrukturen in Chicago aussehen, welche Primogenen gegen welche wohl intrigieren zu versuchen. Und die ausgerufene Blutjagd gegen die Werwölfe ist natürlich jetzt das große Thema in der Vampirgesellschaft. Und ich glaube, Jonathan wollte sich informieren, auch irgendwie über verschiedene Wege, irgendwie was mit Werwölfen so auf sich hat und wollte so ein bisschen Recherche anstellen. Wir können einfach mal einen kleinen Zeitsprung machen, vielleicht so ein, zwei Tage weiterspringen oder überspringen und ihr könnt ja mal überlegen, was habt ihr denn in diesen ein, zwei Tagen nach dieser Gerichtsverhandlung unternommen? Das ist eine gute Frage. Gehen wir davon aus, dass schon irgendwie ein Feedback von Nosferatu oder Tremere kam, oder? Nein, noch kam noch nichts. Ja, Jonathan wollte Magi suchen, ja. Ja, zum einen würde ich mich in allen Bibliotheken oder auch Foren im Internet umhören, umlesen, was es dort zum Thema Werwölfe gibt, was jetzt nicht klassische Fantasy-Literatur oder New Age-Okkultismus ist. Da irgendwie ein Investigation-Wurf oder Computer oder. Ja, kannst du mal machen mit. Was will man dann mal am besten? Intelligence und. Warum nicht Computer, wenn du das vorwiegend online machst? Ja. Dann würde ich vorher einen Punkt, einen Willenskraftpunkt für einen zusätzlichen Erfolg ausgeben. Mhm. Oh, jetzt habe ich natürlich den Tab nicht offen mit Discord. Ja, die Leute das damit halt leben, dass wir ihnen sagen, was passiert. Ich muss gerade nochmal nachgucken, Intelligence und Computer. Ja.
Was soll ich sagen, Spielleiter? Ich hab's gerade nicht der gesehen, Wurf, du musst gerade. Der Wurf waren 6 Erfolge. 7, 10, 7, 9, 18. Okay. Und ich hatte einen Punkt Willenskraft für den dritten Erfolg ausgegeben, also ich habe 7 Erfolge. 7 Erfolge. Ja, dann würde ich mal sagen, stell mir mal 7 Fragen, die du versucht hast rauszufinden, und dann schlage ich dir mal, was du rausgefunden hast. Konnte ich mit irgendeiner anderen Quelle valide belegen, abgesehen, wie gesagt, von dem New Age-Okkultismus oder Fernseh-Fantasy-Krempel, dass Werwölfe tatsächlich gegen Silber anfällig sind, so wie man es aus dem Fernsehen kennt? Sagen wir mal so, im Internet ist jetzt nicht sonderlich, also du findest alles Mögliche, klar, aber sicher belegte Dinge über Werwölfe findest du eigentlich, also du findest halt diese üblichen Verschwörungs- und sonst was die Seiten. Man ist sich 90% einig, dass Werwölfe empfindlich gegen Silber sind. Aus verschiedenen Quellen. Wie zuverlässig diese Quellen sind, ist jetzt bei einem Internet halt immer so eine Sache. Also ist jetzt keine offizielle www.werwolf.com, wir sind verwundbar gegen Silberseite. Naja, richtig, das ist ganz klar. Also, ja. Aber ich, sagen wir mal so, ich finde keinen wissenschaftlich untermauerten Gegenbeweis oder halt. Ja, wissenschaftliche Sachen gibt es darüber. Ja, also was wirklich wäre, was wirklich in irgendeiner Weise glaubhaft oder irgendwie in irgendeiner Form belebt ist mit irgendeinem. Ja, ich weiß nicht, Nachweisquelle, tralala. Also wissenschaftliche Sachen gibt es da überhaupt nichts zu tun. Ja. Also es gibt Sachen, die sich mit den Mythen des Werwolfs befasst haben, aber. Ja. Denn Berichte darüber, wo sie in Städten im Allgemeinen sich aufhalten. Also Kanalisation wird man ausschließen können. Ja, du findest so Gerüchte und Stories, dass Werwölfe sich tatsächlich sehr oft an bestimmten Orten tummeln. Dass sie wohl ja, eine Verbundenheit zur Natur zu haben scheinen, und in irgendeinem Blog-Eintrag irgendwo ganz verborgen findest du so einen Hinweis, dass die indianische Stammeskultur in Amerika wohl einen engen Bezug haben soll zu Werwölfen und deswegen wohl so verschiedene Indianerstämme angeblich in Wirklichkeit gar keine Menschen, sondern Werwolfstämme wären. Aha. Ja. Ja gut, aber jetzt, wenn sie sich in Städten aufhalten würden, wo das wäre, habe ich nichts gefunden. Oder ob es da irgendwie eine Unterteilung in Stämmen gibt, dass sich davon einer in Städten aufhält, oder? Du kannst finden, dass es wohl verschiedene Arten von Werwölfen zu geben scheint. Die einen sind so, die anderen so. Ist so ähnlich wie die Vampir-Unterclans vielleicht. Sie haben alle ihre verschiedenen Vorlieben und Schwächen und so. Und es gibt tatsächlich Werwolf-Familien, sag ich mal so, die sich mehr zu den Menschen hingezogen fühlen und halt wirklich auch in den Städten sich hertreiben. Es kommt immer ganz stark darauf an, wie viel, also was halt in den Städten vor sich geht, sagen wir mal so. Ob sie ein Interesse daran haben, überhaupt in dieser Stadt zu wohnen. Aber es gibt durchaus Städte, wo Werwolf-Sichtungen wohl vorgekommen sein sollen. Dann suche ich mal die Einträge über Chicago, das wäre jetzt die vierte Frage. Chicago, Werwolf-Sichtungen gibt es tatsächlich. Einen bestimmten Bereich oder zu einer bestimmten Uhrzeit, also gibt es irgendeinen Indikator, der die vereint? Uhrzeiten sind unterschiedlich, also meistens nachts natürlich, ja. An den Stadträndern oft, in irgendwelchen verlassenen, einsamen Gegenden ganz oft auch so Vorstadt, irgendwo in einem kleinen Parkanlage oder so etwas.
Aber was dich überrascht, auch relativ häufig im Zentrum der Stadt, was ja bis jetzt irgendwie auch gar nicht so. Man hatte ja bis jetzt immer gedacht, so, okay, die sind halt an den äußeren Bezirken von Chicago unterwegs, aber es gibt wohl auch in den letzten paar Jahren gehäuft in dem Gebiet. Und jetzt kommt's, um die Wrestling-Arena zu Werwolf auftreten. Gut, dann würde ich mal zwischendurch während der Recherche nochmal zu dem Spielplatz fahren und mir das dort Geschehene nochmal vor Augen zu rufen mit Sekunde, ich sag's dir gleich, geistiger Berührung, das was ich schon mit dem Dings gemacht habe, mit dem Fitness, auch mit dem Gym gemacht hatte, der Wrestling-Schule. Ja, das ist Wahrnehmung und Empathie. Und mir diese dort beschriebenen dunklen Gestalten von Portia nochmal näher anzusuchen, ob die irgendwelche Merkmale haben, wie Färbung im Fell, Zeichen, irgendwas, nach dem man dort suchen könnte. Sorry, falscher. Falscher Kanal, ja. Alter Kanal. Jetzt können wir mal Vier gucken, Erfolge. wie inzwischen funktioniert hier. Moment. Ja, kein Ding. Zoom. Zack. So, jetzt sehen es die Zuschauer auch. Ja. Also ein Erfolg wäre grundlegende Informationen, zum Beispiel Geschlecht, Haarfarbe des Besitzers, Ja, über von den Ort oder den Gegenstand hier. Gegenstand. Ja. Also ich würde dann dort, wo die Leiche von, ich habe den Namen vergessen, sorry, von dem Kind Dame. von Christias, von Dame, genau, gefunden haben. Drei Erfolge wären weitere nützliche Informationen über ja, Alter oder Person, die dort war, und das vierte wäre Name der Person. Ja, sobald der Gegenstand den Namen kennt, also. Ja, musst du für dich entscheiden, wie der das damit bekommt. Ja, was genau fragst du da? Den Boden oder was? Also ein Kiesel, der da Ja, rumliegt oder dort was? genau der Punkt, wo gekämpft wurde, mir würde es ja schon reichen, wenn da, weiß ich nicht, Körpergröße, Gewicht und wenn es da irgendwie ja ein Aussehen gäbe, silbernes Fell vom Werwolf, rotes Fell, schwarzes Fell, was man, weiß ich nicht. Kein Fell. Kein Fell. Das ist das Einzige, was ich rauskriege. Kein Fell. Hast nach Fell gefragt, kein Fell. Ja, Größe, Gewicht der Person, die auf dem Boden stand. Größe größer als ich als Stein. Alles klar. Ja. Guckt der Stein vielleicht dich an und meint ungefähr ja, ein bisschen kleiner als du. Vielleicht. Dann Volumen, Gewicht. Schmächtig. Schmächtig, okay. Also klein, schmächtig, kein Fell. Ich kombiniere keinen Werwolf, aber das würde ich dann mit dem zweiten Teil der Suche, mit den anderen drei Erfolgen, die ich noch habe, dann belegen, ob ich da etwas über Wehrgestalten, also Klinusformen, rauskriege, ob die in 1,5 Metern gibt oder in 2 Metern oder ob die mindestens 3 Meter groß sind Ja, und mindestens schwer. es gibt die Information, dass die Werwölfe in verschiedenen Formen auftreten können. Belegt sind mehrere Formen. Du findest insgesamt sechs davon. Was jetzt da richtig voll ist und nicht, weiß man nicht. Ja, unter anderem können sie auch natürlich als Mensch kommen, ja, oder halt so als halb Mensch, halb Wolf, als vollständiger Wolf oder als, ja, manche können sich auch in komplett andere Wesen verwandeln. Viel Internet.
Und diese Werwolfsgestalt, gibt es da Parameter dazu, Größe, Gewicht? Kommt oft darauf an, wie groß oder wie schwer oder wie klein es sind. Genau wie bei jedem Menschen auch, gibt es unterschiedliche. Ja, gibt es da Erwähnungen über Eingrenzungen, dass die dann zwischen 2 und 3,50 Meter sind oder zwischen 1 Meter und 5 Meter, dass man es irgendwie eingrenzen kann? Unterschiedlich, je nach Größe und Gewicht und sonst irgendwie des jeweiligen Werwolfs. Gibt auch ganz Okay. kleine. Kakerlakenwerwölfe, ich verstehe. Ganz genau. Ja, gut, dann lasse ich das jetzt mal dabei Es ist beruhen. halt Schreibe das. Recherche im Internet. Das Ja, ist nee, das ist klar. Ja, Ich wenn du da, möchte. das ist eine gute Sache. Findest noch, also wenn du danach gezielt suchst, es gibt auch felllose Klassen von Werwölfen. Richtig. Das wäre natürlich die kombinatorische Frage. Ja, das wäre es dann für mich. Okay, da hast du ja viel rausgefunden schon. Ja. Was macht denn der Mortifer Morse? Ich suche Simon. Und wie? Naja, ich habe ja seine Adresse. Ich fahre da erstmal vorbei. Ja. Keiner zu Hause. Huch. Hallo. Da kommt sie wieder. Keiner zu Okay, Hause. Ja. dann fahre ich einfach mal die Hotspots ab, wo er normalerweise so rumhängt. Wie gut kennst du ihn denn? Also wo weißt du denn, wo er abhängt? Naja, er war ja jahrelang mein Wrestling-Schüler. Es ist ja nicht so, dass ich ihn erst seit gestern kenne. Also, wir sind ja auch Eben, so mal lehrer um die Häuser schüler gezogen. Okay, ihr seid auch so durch die Häuser gezogen, dann klapperst du wahrscheinlich verschiedene Bars ab oder so. Oder wie muss ich mir Genau, das verschiedene vorstellen? Bars, vor allen Dingen Sportbars, wo eben Wrestling-Übertragungen in erster Linie gezeigt werden und ja, kleinere Hallen, wo eben ab und an Wrestling-Veranstaltungen sind, so Independent-Veranstaltungen Findest du auch so und sowas. ein paar Freunde, die ihr zusammen hattet, also so Trinkgenossen mehr oder weniger. Aber die sind sich alle einig, dass der vor knapp einer Woche, seitdem vielleicht ist er in Urlaub gefahren oder so. Den keiner mehr gesehen. Dann fahre ich zur Mutter von ihm. Und frage eben danach, ob sie ihn gesehen hat oder ob sie mit ihm gesprochen hat und ja. Macht sich auch schon Sorgen und ja, hat sie, wie gesagt, seit ungefähr einer Woche nicht mehr gehört oder gesprochen. Ja, dann fahre ich zur Bibliothek und lese alles über das Werwolf-Gimmick in Wrestling-Fachbüchern. Nochmal jetzt gerade, ich habe es gerade akustisch nicht mitbekommen. Ich fahre in eine Bibliothek und lese Ja. alles über das Werwolf-Gimmick in Wrestling-Ligen. Okay, Alles, da was man kenne ich darüber mich als findet. Spielleiter jetzt so gut wie gar nicht aus. Vielleicht kennst du dich da sogar besser aus als ich. Gibt es einen Werwolf-Wrestler, deinen Bekannten? Ehrlich gesagt, bin ich mir gar nicht so sicher, ob es einen gibt. Nein, ich gab es bestimmt irgendwo mal in Mexiko oder sonst wo, aber also jetzt gerade kenne ich keinen, der so ein Gimmick verkörpern würde. Tja, dann wird da auch die Suche nicht sonderlich erfolgreich sein bei Wrestling. Fürchte ich. Wenn es da keinen Berühmten gibt, gibt es da halt relativ wenig. Ja, und dann kontaktiere ich quasi meinen Manager, der soll mir jetzt mal wieder einen Auftritt organisieren als Wrestler. Es ist ja alles hier, was soll das denn?
Ja, auch bei dem meldet sich nur die Mailbox. Gut, dann spreche ich ihm auf die Mailbox und sage ihm, dass er gefeuert ist. Der wird sich freuen, ja. Gut. Ja, dann kann ich nicht mehr viel mehr machen. Also die Zeit wird ja auch so vergehen. Ich meine, es geht ja nicht, ist auch nicht so, zwei Nächte sind jetzt auch nicht die Welt, ne? Genau. Du bist ja auch viel unterwegs gewesen. Gut, was macht Emma? Ich gehe auf Immobiliensuche. Oha, wie das? Oder mit welchem Ziel? Ich kontaktiere meinen Vater, der das ja sonst immer gemacht hat, und frage ihn nach seinem Makler des Vertrauens und würde den dann kontaktieren, ihm genaue Angaben zu meinen Wünschen schicken und gleichzeitig auch, ja, die wären eine große Immobilie, ob Haus oder Wohnung, ist egal, zum Kauf, mit 5 Schlafzimmern, am besten entsprechend vielen Badezimmern dazu, und natürlich sowas wie großem Wohnzimmer und so weiter. Entsprechend meinem normalen Standard, wie ich es auch gerne nutze. Also nicht gerade die letzte Bruchbude. Mhm. Und mit beginnender Suche würde ich auch ein Schreiben an den Prinzen aufsetzen, wo ich ihm mitteile, dass ich eine neue Unterkunft suche und... Weil ich weiß, er hatte uns ja unsere Unterkünfte genehmigt und ja. Ich befürchte, dass das wieder der Fall sein muss. Deswegen teile ich ihm das mit und hoffe auf seine Unterstützung. Brav, brav. Ja, brav. Ja, du sollst eine solche Immobilie finden. Hast du irgendwelche Vorlieben, wo die sein soll? Also es wäre schon schön, wenn die zentral gelegen wäre. Muss jetzt nicht in einer ruhigen Ecke sein, kann ruhig partybezogen sein in der Nähe von Nachtclubs. Aber wenn sie ein bisschen ruhiger gelegen ist, ist auch nicht schlimm. Nur man muss von da gut wegkommen, in Chicago gut angeschlossen sein, sage ich jetzt mal. Ja, also so eine Apartment-Immobilie findest du halt, wenn das in der City sein soll, also in der Innenstadt. Mehr oder weniger findest du halt nur sowas Ähnliches, was du bis jetzt auch hattest, halt, ne, große Apartments. Wenn du ein richtiges Haus oder sowas suchst, dann eher in den Vorstädten. Gibt's da was, was, ich sag jetzt mal schon Vorstadt, aber eher eben in einer Vorstadt, die nicht ganz so abgelegen ist und nicht so ruhig und nicht so spießbürgerlich. Amerikanische Vorstädte sind irgendwie dann doch alle ein bisschen gleich. Suburbia. So. Da ist nicht so richtig, also da steppt nicht der Bär. Aber Wohnungen habe ich gefunden, die entsprechend groß wären. Es sind dann halt auch irgendwie, genau, also so in diesen, meistens in diesen Business-Türmen, in diesen großen Hochhäusern dann halt irgendwelche Apartments, die halt so eine ganze Etage haben. Gut, dann suche ich mir da 2 Wohnungen raus und ein Haus, was ein bisschen weiter abseits liegt, und schicke das mal mit den entsprechenden Portfolios an die anderen, ohne Kommentar, einfach nur die Daten. Okay, können da gleich mal sagen, was sie dann mit dieser kommentarlosen Information anfangen wollen. Was macht denn Melina während der nächstletzten Tage? Ja, ich habe ja jetzt erst so richtig rausgefunden, also beim vorletzten Mal, glaube ich, ne, als wir gespielt haben, wer überhaupt der Primogen meines Clans in der Stadt ist. Und habe mich mit dem Kritias, den ich ja wohl vorher schon... Clans. Ja, meines Clans. Aber ich würde da trotzdem nochmal den aufsuchen, weil ich den Kritias als
als wohl auch als Gelehrten empfinde, der da auch Ahnung hat und der jetzt auch ja nun, obwohl er mit dem Damien sein Kind verloren hat, da er doch auch noch relativ einen ruhigen Kopf behalten hat. Und fand ich, also verhältnismäßig. Für einen Brucher, ne? Ja. Ich bin Brucher und ich weiß ja nicht, wie das ist, ein Kind zu verlieren, aber ich könnte mir da schon ein bisschen härtere Emotionen bei vorstellen als, ne? Und würde mich da nochmal auf die Suche machen nach dem Kritias und würde da nochmal fragen, was da jetzt so die Pläne sind des Clans, wie da jetzt vorgegangen werden soll. Vielleicht auch, um mal zu gucken, ob die noch irgendwas wissen, wie man da effektiv gegen vorgehen kann. Mhm. Weil sie haben ja das Problem der Werwölfe erkannt, nun auch ja selber mit analysiert. Kritias war ja auch an der Stelle, wo das passiert ist. Und ich hoffe ja so ein bisschen, dass so ein älterer Vampir, der das schon alles ein bisschen länger macht als wir, vielleicht auch irgendwie nochmal andere Quellen anzapfen kann und irgendwie andere Erfahrungen mit sich bringt. Und wenn es dann sowas gibt, dass der weiß, gegen Werwölfe kann man am besten so und so vorgehen, dann würde ich auch mal gucken, ob es da irgendwie ein Waffenarsenal gibt oder so, wo ich irgendwie Zugriff drauf bekommen kann. Mhm. Einfach um überhaupt mich zu bewaffnen, generell. Also ich habe ja nichts, aber ich kann mit Waffen umgehen und sonst würde ich da auch irgendwie nochmal nachfragen, ob er da irgendwie einen heißen Tipp hat, wo man in dieser Vampirwelt an Waffen kommt, die nicht heiß sind und wo man auch recht irgendwie dran kommt. Das trifft sich ganz gut, denn du triffst den Kritias nach langer Recherche, wo er sich denn inzwischen auffällt, weil in der Uni ist er anscheinend ist er momentan gerade irgendwie nicht. Aber man schickt dich so einmal quer durch die Stadt und du triffst ihn bei einem zwielichtigen Pfandleiher an, wo er gerade aus diesem Geschäft irgendwie anscheinend irgendwie herauskommt mit einem breiten Grinsen und ja, dann dir deiner gewahr wird. Oh, Frau Farinadis. Dr. Kritias, ich war auf der Suche nach euch. Ah. Ja, dann habt ihr mich wohl gefunden. Ich roll so ein bisschen die Augen, aber sag da jetzt mal nichts zu, kluges Kerlchen, innerlich so, ne? Mhm. Ja, und zwar, wo sind wir denn hier? Also ich wollte eigentlich fragen, was jetzt so das Vorgehen ist und ob es vielleicht Waffen gibt, an die ich vielleicht auch rankommen könnte, um mich effektiv jetzt hier auch zur Wehr zu setzen. Wie der Zufall es will, habe ich gerade jegliche Schuss- und jegliche Klingenwaffe dieses Geschäftes und der anderen Geschäfte in diesem Block alle aufgekauft. Womit das soll ich denn gehen? Ich kann euch gerne ausstatten. Naja, für mich wäre erstmal interessant, ich habe bisher noch nie mit Garou zu tun gehabt, glücklicherweise. Und ich höre wohl, dass diese Begegnung... Große Kaliber wahrscheinlich. Nicht ganz ohne ist. Deswegen, was ist denn effektiv gegen die Garou? Habt ihr Erfahrungen oder zumindest was gehört? Keine Ahnung. Ich denke, meine Granate in die Fresse reicht. Kopf wegsprengen. Kopf abschlagen. Passt doch. Ich habe eine Gatling-Gun gekauft da drin. Okay. Ich hatte... Das wird bestimmt nicht funktionieren. Fragen, wo er die her hat. Liebe, nein, das auf keinen Fall. Aber... Ich hatte ein bisschen gehofft, ehrlich gesagt... Hat jemand Munition dafür verkauft? Nein. Also, nein. Verdammt. Was passiert hier gerade? also habt ihr auch keine Informationen, wie man gut gegen Garou vorgehen kann? Nein? Hab ich doch gerade gesagt. Ja,
Das ist jetzt aber auch ja nur geraten. Also ich meine, wenn die keinen Kopf mehr haben, dann laufen die nicht mehr weiter. Aber wie greifen die an? Was haben die für eine Taktik? Anscheinend ja hinterhältig von hinten versteckt. Wenn ich nicht besser wüsste, würde ich sagen, es sind ein paar bepelzte Nosferatu. Haben Sie die wölfische Art behalten, im Pack zu jagen, also im Rudel? Klingt logisch. Schade, dass wir zur Camarilla und nicht zum Sabbat gehören. Aber nicht weiter erzählen. Sonst könnten wir ein paar Küken erschaffen, sie mit Bomben ausstatten und in den Werwolfbau reinschicken und. Aber da müssen wir ihn erstmal finden. Sagtet ihr nicht, dass ihr Damiens Ansichten. Ghoul dahin schicken. Gute Idee. Ja. Hast du schon einen Nachkommen gezeugt? Ich? Nein. Wir brauchen Soldaten. Ich bin auch selber noch ganz grün hinter den Ohren. Wir brauchen Soldaten. Ja, aber ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Und er hat damit gemeint, wir sollten jetzt willkürlich Nachkommen als Kanonenfutter erschaffen? Nicht als Kanonenfutter, als Soldaten. Als Kanonenfutter, das wären Sabbatmethoden. Und selbst das hast du gerade vorgeschlagen. Ich habe gesagt, schade, dass wir nicht zum Sabbat gehören. Sag's keinem weiter, dass ich das gesagt habe. Nee. So einen Scheiß wiederhole ich nicht. Wie gesagt, wenn du eine Waffe brauchst, weißt du jetzt, wo du welche finden kannst. Ich muss mich damit befassen, dieses komische Nest aufzuspüren und sie alle auszuräuchern. Ja, mach das. Ich würde mir, glaube ich, trotzdem was mitnehmen. Hast du handliche Handfeuerwaffen? Ich glaube, das große Armeegeschütz schleppe ich nicht mit mir rum. Aber was ich als versteckte Waffen tragen kann? Lady Colt. Nein, ich hätte schon gerne eine richtige Waffe. Schlägt den Mantel so zurück, holt eine Magnum raus und gibt die dir. Ja. Ich hätte vielleicht gerne noch eine zweite und irgendwie solche oder so. Stellt die andere Mantelseite auf, nimmt die andere Magnum raus, schreibt sie dir. Ja, hervorragend. So, dann habe ich schon mal die. Hast du Munition dazu? Kriegst du da drin. Also außer dem, was in den Magazinen drin ist. Okay. Wie sieht es aus mit Hieb- und Stichwaffen? Also Messer, Dolche, sowas? Army Knives? Da drin, okay. Fleischermesser hatte der und Macheten. Zwei Blocks weiter, der Pfandleier hatte ein Schwert, aber stumpf. Hab's trotzdem gekauft. Okay. Naja, gut. So eins, dann kann ich. Breitschwert. Der Highlander das benutzt hat, oder was? Ja. Ich glaube, ich werde einfach mal mich alleine durch die Läden machen und mir zusammensuchen, was ich brauchen kann. Und tu das. Danke. Dann bin ich ja schon mal ausgerüstet. Sage ich dir Bescheid, damit du dich dem Angriffstrupp anschließen kannst. Ja, und sagt mir eure Strategie. Mhm. Gesammelt drauf und alles platt machen. Mhm. Sehr elaboriert. Dafür habt ihr studiert? Diese Werwölfe sind Feiglinge. Sie greifen aus dem Schatten von hinten an. Das heißt, sie werden wahrscheinlich nicht sonderlich drauf haben. Sie greifen aus dem Schatten von hinten an. Das ist eine nicht Taktik. Gegen einen ganzen Clan Bruja.
Dr. Kritias, verzeiht mir die Vermessenheit, aber ich glaube, ihr macht da einen Fehler. Ich glaube, man muss sich auf jede kriegerische Auseinandersetzung, und das habe ich in der Armee so gelernt, gut vorbereiten. Man muss etwas über seinen Feind herausfinden, man muss was über seine Taktik herausfinden und dann gucken, wie man ihm damit gut begegnen kann. Wie man seine Vorteile aushebelt. Dann tut ihr das doch. Für mich. Mir fehlen die Informationskanäle hier. Ich bin neu. Habt ihr Leute, die das auskundschaften können? Wir haben keine Leute, die sich mit Werwölfen auskennen. Sonst hätten wir sie schon längst ausgeräuchert. Vielleicht fragt ihr mal die Gangrel, die sind da auch halbe Tiere. Vielleicht tue ich das wirklich. Hier kommen wir ja nun anscheinend nicht weiter. Jedenfalls habe ich jetzt schon mal Waffen. Also vielen Dank und wir hören voneinander. Eine schöne Nacht noch. Ich muss noch 3 Pfandleier aufsuchen. Viel Erfolg. Sie werden es bereuen, meinen Küken getötet zu haben, mein Kind. Mein einziges Kind. Na, stapft dann vorbei. Und du siehst, das hast du vorher noch nicht gesehen, er hat halt diesen weiten Mantel an und halt so Militärboots hat er vorher, er war halt vorher mal relativ schick gekleidet. Der scheint jetzt in Kampfmontur da rumzulaufen. Ich bin ein bisschen entsetzt. Der war ein ganz anständiger, gebildeter Typ und jetzt ist er wirklich so ein brunstdummer Haut drauf, vergisst sämtliche... Oh, ich bin schwer enttäuscht. Wirklich, den Kritias fand ich gut. Jetzt nicht mehr. Also, das ist doch jetzt echt Banane. Das passt mir auch nicht. Und deswegen habe ich da keinen Bock drauf, mich da so auf diese Art und Weise in diesen Kampf verwickeln zu lassen. Auch wenn das vielleicht erstmal mit erste Zugehörigkeit wäre, wenn ich überhaupt irgendwo dazugehöre. Aber nee, so nicht. Ich renne da doch nicht einfach hin und guck mal, was passiert. Und dann hoffe ich, dass die mich so nah an sich ranlassen, dass ich denen eine Handgranate ins Maul stopfen kann. Soweit kommt's noch. Also bitte. Kann ich vor meiner eigenen Ausbildung und allem, was ich über Kampf und Krieg weiß, echt nicht vereinbaren. Geht nicht. Da muss ich mehr rauskriegen. Ja. Vielleicht ist der Tipp mit den Gangrel gar nicht so schlecht. Die war doch im Museum, die Frau, oder nicht? Da habt ihr sie zum letzten Mal gesehen, ja. Dann, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Das hat ja jetzt nicht so viel in Anspruch genommen. Ich würde versuchen, die rauszukriegen. Und was auch nochmal spannend wäre, rauszukriegen, aber was ich jetzt nicht weiß, wie ich das anstellen soll, ist, dass wir ja letzte Nacht beim Club, dass ich ja da hinten an der Tür meinen Erschaffer gesehen habe. Ne? Das heißt, er treibt sich auch irgendwie wieder in der Stadt rum. Ja. Aber ich habe keinen Plan, wie ich den Kerl erreichen soll. Der weiß bestimmt auch irgendwas. Aber könnte sein, ja. Aber ich hoffe, dass er vielleicht zu mir Kontakt aufnimmt. So. Aber ich gehe erstmal zum Museum. Ja. Ja, im Museum wirst du die Injaga nicht antreffen. Wenn du dich ein bisschen umhörst, dann findest du heraus, dass die durchaus auch ein Domizil hat. Also so ein Haus besitzt. In der Vorstadt. Und was heißt Vorstadt? Das ist nicht wirklich Vorstadt, es ist so genau dazwischen. Wahrscheinlich aus ähnlichen Gründen wie Emma halt. Emma wollte ja auch ein Apartment haben, wo man schnell alles erreichen kann. Und von der Lage her würdest du sagen, dass dieses Anwesen, was die Injaga da hat, so ruhig gelegen ist, dass es keinem großartig auffällt, was man da so macht. Aber trotzdem, dass man Hotspots in der Stadt relativ schnell erreichen kann. Nicht schlecht. Und die verraten anscheinend tatsächlich auch clanfremden Vampiren, wo die zu finden ist? Es ist bekannt, wo die Primogene sind.
zu finden sind. Cool, das ist anscheinend bekannt. Und wir Idioten rennen da wochenlang durch die Stadt und peilen nichts. Ja, und dann würde ich... Keinen gefragt. Tatsächlich keinen gefragt. Ja, ich würde dann mal bei der, wie heißt sie, Indiaga klingeln. Ja, das Haus sieht von außen relativ unscheinbar aus. Man sieht Licht, das durch die Fenster bricht. Es ist ja Nacht, ne? Dunkel. Du siehst irgendwie in den Fenstern gehangen sind so Fetische. Irgendwie so Traumfänger und sowas. Auch auf der Veranda vor dem Haus hängt sowas irgendwie runter. Und als du gerade irgendwie auf die Veranda nach oben trittst, geht die Tür auf. Und ein Mann tritt heraus mit einem Aktenkoffer, einem feinem Anzug mit Krawatte und irgendwie ein bisschen eklig zurückgegelten Haaren. Hat so eine weiße Strähne in den Haaren drin. Und schaut dich finster an, zwängt sich dann an dir vorbei. Und du siehst dann nur noch Inyaga in der Tür stehen. Oh. Komme ich ungelegen? Nein. Womit kann ich denn helfen? Ich habe ein bisschen auf Informationen gehofft. Wisst ihr etwas mehr über die Garou? Ich habe gerade versucht, mit Dr. Kritias zu sprechen und aus ihm Informationen über die Garou rauszukriegen. Aber er sagte, er wüsste nichts weiter. Und meinte, vielleicht wüsstet ihr ja mehr. Das kann ich mir denken, ja. Schaut sich ein bisschen verschwörerisch guckend um. Dann scheint sie so ein bisschen in der Luft irgendwie so zu schnüffeln und meinte, komm rein. Und lässt dich dann irgendwie rein, guckt dann nochmal so nach draußen, so in die Dunkelheit raus und macht dann die Tür hinter dir zu, zieht dann irgendwie so 3, 4, 5 Schlösserketten irgendwie vor die Tür. Du siehst innerhalb im Raum, dass da sehr viele Umzugskartons stehen. Also die Einrichtung ist auch größtenteils so mit so Folie abgehängt. Und in den Regalen steht schon gar nichts mehr drin. Ja, dafür jede Menge Umzugskartons. Mhm. Ja. Ich fange mal so ein bisschen locker im Plauderton an. Oh, habt ihr vor, umzuziehen? Vielleicht. Ich warte, bis wir in einem Raum angekommen sind, wo ich ihr direkt gegenüberstehen kann und ich würde ihr direkt ins Gesicht gucken und sie dann nochmal fragen, mal im Ernst, ist die Bedrohung so groß, dass sie überlegt, die Stadt zu verlassen? Wir waren schon auf derselben Veranstaltung, oder? Ja, aber erinnert ihr euch, dass erzählt wurde, wir wären die Neuen? Dummerweise wissen wir erschreckend wenig über diese Welt. Ich kann überhaupt nicht die Bedrohung einschätzen, die von den Garou ausgeht. Ich weiß nichts über die. Ich denke nicht, dass die Garou die Bedrohung sind. Ihr glaubt, dass die Querelen untereinander uns viel mehr stärken, schwächen? Von innen heraus? Irgendjemand hat es so gedreht, dass man einen riesen Sündenbock sucht. Und jetzt... Naja. Ja, ihr habt schon recht. Das bedeutet einen massiven Eingriff in die ganze Struktur und auch was auch immer für dahinterliegende Pläne sind. Da versucht jemand hier richtig was aus dem Weg zu räumen. Mhm. Allerdings. Bevor das passiert, denke ich, dass ich mit meinen Clansbrüdern und Schwestern die Stadt doch lieber verlasse.
damit sie ernsthaft von Werwölfen überrannt wird. Das wird nicht passieren. Oder vielleicht wird es passieren, aber dann sind wir nicht mehr da. Liegt euch so wenig an eurer Heimat hier? Oh, im Gegenteil. Aber was soll ich tun? Ich werde nicht gegen die Werwölfe in den Krieg ziehen. Ich werde mich dieser Blutjagd nicht anschließen, das wird auffallen. Mit Sicherheit wird das auffallen. Könnt ihr mir trotzdem mehr über die Garou erzählen? Wie ich schon sagte, sie sind nicht das Problem. Sie haben niemanden angegriffen. Sie hängen doch mit drin. Natürlich haben sie jemanden angegriffen. Sagt wer? Ich dachte, das wäre analysiert worden, dass die Garou Damien getötet haben. Sagen wir so, ich habe... Das, was ich dir jetzt sage, das ist etwas, was unter uns bleibt. Verstanden? Okay. Kein Wort zum Prinzen. Kein Wort zu Kritias. Versprochen. Ich kenne die Werwölfe dieser Stadt. Ups. Das hat jetzt ein bisschen Drama rausgenommen, ja? Weißt du selber, ne? Ihr kennt sie? Habt ihr Verbindungen miteinander? Ja. Im Stillen. Es ist so eine Art... Wir tun euch nichts, ihr tut uns nichts. Es ist ein Abkommen, ein recht altes. Wurde von einem mächtigen Vampir in die Welt gesetzt. Das wirft ja nochmal ein ganz anderes Licht auf die Sache. Ja. Aber dieses Abkommen gilt nur zwischen eurem Clan und den Werwölfen. Zwischen der ganzen Stadt und den Werwölfen? So war der Plan. Damals in der Gründerzeit haben wir die Werwölfe in einem Krieg unterstützt. Also wir Vampire. Ha. Seitdem herrscht Frieden. Oder sagen wir besser Waffenstillstand. Mit den meisten Clans und Frieden zwischen den Gangrel und den Werwölfen. Deswegen glaube ich nicht, dass sie hier Vampire in der Stadt angegriffen haben. Obwohl, es gibt auch Werwölfe, die Böses im Schilde führen. Aber das sind dann nicht die Werwölfe, gegen die wir in den Krieg ziehen wollen. Ja, wahrscheinlich nicht. Abtrünnige gibt es ja überall. Das wirft ja nochmal ein ganz anderes Licht auf die Sache. Es ist bei den Werwölfen komplizierter. Wenn sie vom, ich nenne es mal, richtigen Weg abkommen, dann werden sie für immer verdorben und können sehr großen Schaden anrichten. Vielleicht haben wir es damit zu tun, aber es darf nicht auf den Stamm dieser Stadt zurückgeführt werden. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass die damit nichts zu tun haben.
Und ihr habt auch keine Idee, wer ein Interesse daran haben könnte, die Werwölfe nun auch noch mit reinzuziehen? Ich meine, sie haben ja nun ziemlich erfolgreich für Verwirrung und Unmut und Gegnerschaften in der Vampirwelt hier innerhalb Chicago schon alleine gesorgt. Und dann noch ein gestellter Werwolfangriff? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob er gestellt war, aber es waren auf jeden Fall nicht die Werwölfe des Stammes, der hier ansässig ist. Denn dann kamen sie von außerhalb. Und dann haben wir ein viel, viel größeres Problem als einen ansässigen Werwolfstamm, der gegen... Obwohl, das wäre... Naja. Diese Stadt ist etwas Besonderes für die Werwölfe, zumindest für den Stamm, der hier wohnt. Sie werden nicht ohne Kampf aufgeben, wenn sie angegriffen werden. Und sie werden gewinnen. Aber die Vampire sind gerade aufgrund dieses scheinbaren gemeinsamen Feindes bereit, sich zusammenzuraufen. Sich viel mehr zusammenzustellen, als es vielleicht jemals so war. Weiß ich nicht, aber zumindest ja, als es im Normalfall auch nicht schlau, wenn das was bringen sollte. Vielleicht die Tremere, die versuchen, die ganze Stadt auszurotten und von null wieder aufzubauen. Werwölfe sind Wesen, die der Magie vielleicht auch nahestehen können, genau wie die Tremers tun. Also mindestens gibt es einige von ihnen, die das tun. Ich kenne welche. Vielleicht wollen die Tremere ihre Geheimnisse oder so etwas. Ich weiß es nicht. Oder der Feind kommt wirklich von außen. Die Anarchen vielleicht. Oder der Sabbat. Oder der Prinz von Gary. Obwohl, dem traue ich das nicht zu. Obwohl, Gary würde am meisten davon profitieren, wenn Chicago dem Erdboden gleichgemacht wird. Wahrscheinlich. Man sagt, Modius hat so eine gewisse Fehde mit unserem Statthalter. Gewisse Fehde ist gut. Die sind sich spinnefeind, die Kerle. Aber ja, weiß ich auch nicht. Das muss ich jetzt auch erstmal sacken lassen. Das ist, überrumpelt mich gerade auch ein bisschen. Aber interessante neue Informationen. Wirklich sehr interessant. Irgendetwas ganz Düsteres ist am Horizont. Und ich werde in dieser Stadt nicht abwarten, bis es eintritt. Was sagt dir der Blutmond? Nichts. Wart mal. Gibt so eine Kiste hin, holt so eine Kiste raus und holt so ein altes, in Leder eingeschlagenes Buch raus und klickt so eine Seite auf, wo so eine schwarz-weiß Zeichnung drin ist von einem Mond. Und der halt über einer Szenerie prangt, die man quasi als Höllenszenerie oder sowas deuten kann, also so gequälte Seelen und Tod und Zerstörung. Das ist Gehenna. Das Ende der Welt. Man sagt, es stände kurz bevor, aber ich habe dem nie geglaubt. Aber ich habe diesen Blutmond, deutet so auf den Mond, der aber schwarz-weiß ist, in meinen Träumen gesehen.
Du weißt, alte, nicht Träume, wie man sie immer hat, als Mensch hatte früher. Schamanistische Träume, wenn du verstehst. Traumreisen. Ich muss zugeben, dass ich das nicht ganz verstehe, aber ich glaube trotzdem, dass ich weiß, was ihr mir sagen wollt. Fast wie die Geschichte Vision. Sagt, irgendwann werden die alten Vampire auferstehen und die neuen ausrotten. Dann wissen wir, dass Gehenna angebrochen ist. Die Rückkehr von Kaine wird alle vernichten. Und das Zeichen dafür ist der Blutmond. Okay. Wisst ihr, das ist noch nicht lange her, da hätte ich Leute, die auf so Zeichen achten und behaupten, das Ende der Welt wäre angebrochen. Wenn das wahr ist, was ich in meinem Traum gesehen habe, und wenn das wahr ist, wo sich alles so verdichtet, gerade hier in dieser Stadt, dann möchte ich hier nicht sein, wenn es hier der Ground Zero ist. Verstehe ich. Tja, wer hätte das gedacht, dass es so schnell gehen würde, nicht wahr? Leute, die Zeichen sehen und auf Pappkartons stehen und rumschreien, dass das Ende der Welt gekommen ist, waren früher mal blöde Spinner. Und jetzt bin ich bereit, das zu glauben. Mein Clan ist es gewohnt, als Spinner abgetan zu werden. Ich habe gerade gesagt, das wäre in meinem Fall gerade nicht so. Das ist gut. Dann seid ihr eine wahrlich interessante Ausnahme eures Clans. Gibt es Möglichkeiten, wo ich noch mehr über Gehenna herausfinden kann? Also über den Mythos, die Geschichten dazu gibt es? Eine Bibliothek, wo ich kann euch das Zugriff gerne drauf überlassen. Bekommen ich kann könnte. Es auswendig. Das wäre ein großes Geschenk. Vielen Dank. Das sind die Geschichten, wie unsere Art angeblich entstanden sein soll und wie sie endet. Mich wundert, dass das euch noch niemand erzählt hat, aber ja, das sind ja alles Spinner, die diese Geschichten verbreiten. Nun, das war mehr aus menschlicher Perspektive noch gesprochen. Ah, die Vampire sind da nicht anders. Naja, wie man unserem Tun in der Stadt angemerkt hat, fehlte es ein bisschen an Einweisung. Die grundlegenden Regeln sind uns erklärt worden. Und dann sind wir alleine losgelassen worden. Und das kommt wohl dabei raus. Für Mythen und dieses große Ganze war wohl keine Zeit. Ich nehme das Buch, streiche da so ein bisschen gedankenverloren mit der Hand über den Buchrücken, schaue sie nochmal an. Ich werde noch Danke. Eine ganze Weile hier sein. Ich denke, ein überstürzter Umzug ist dann doch nicht das Richtige. Mein Geschäftspartner eben hat mich davon auch nochmal überzeugt. Aber ich werde bereit sein zu gehen, wenn es sein muss. Ich werde nicht gegen die Garou kämpfen. Das habe ich verstanden. Und keiner meines Clans wird sich anschließen. Auch das habe ich deutlich vernommen. Werdet ihr trotzdem bereit, euch nochmal mit mir zu treffen, wenn ich das Buch gelesen habe, eventuell nochmal auf Fragen antworten? Ihr wisst, wo ihr mich findet. Ich kann euch nicht alles verraten, ich habe Eide geschworen, ist ja, die ich ziemlich ernst nehme. Das verstehe ich. Aber vielleicht habt ihr ja Einfluss bei dem Prinzen. Er mag euch. Vielleicht bringt ihr ihn zur Vernunft. Dieser Krieg, den er anzettelt, ist nicht der richtige Weg.
Vermutlich nicht. Krieg ist nie der richtige Weg, wenn es eine andere Lösung gibt. Die Schwierigkeit wird sein, eine andere Lösung zu finden, eben weil es so wenig Informationen gibt. Habt ihr Möglichkeiten, mehr herauszufinden, gerade wo ihr sogar Verbindungen zu den Werwölfen habt? Herauszufinden? Was herauszufinden? Naja, sie sind um die Stadt herum, wenn ich das richtig verstanden habe. Haben sie irgendwas wahrgenommen? Sind Außenstehende vielleicht wirklich von außerhalb in die Gebiete vorgedrungen und halten sich irgendwo auf? Das würden die doch vielleicht eher mitkriegen, die sie das außen um die Stadt herum sind. Das ist den wir gestreut haben, dass die Garou außerhalb der Stadt oder an den Stadträndern sind. Nein, sie sind inmitten der Stadt. Okay. Ich sag euch nicht wo, weil ich mich nicht will. Aber glaubt nicht allem, was man euch sagt. Okay. Sie sind länger in dieser Stadt als die Vampire. Sie haben diese Stadt mit gegründet. Vielleicht wurde diese Stadt sogar nur wegen ihnen gegründet. Kommen auch Sie in dem Gehenna-Mythos vor? Was ist Ihre Rolle in dem allen? Ist Ihnen auch was vorhergesehen, was Sie erfüllen müssen? Auch bei Ihnen gibt es einen Weltuntergangsmythos. Vielleicht dem unserigen nicht ganz ähnlich, aber ein paar Parallelen sieht man schon. Die Traumreisen, die ich sagte, das ist ein oberflächliches Kratzen an einer Welt, die völlig hinter unserer Welt existiert. Für die Werwölfe ist es so, als könnten sie mit einem Fingerschnipsen zwischen diesen Welten hin und her springen. Für sie existieren beide Welten gleich. Für uns nicht. Diese Welt hat so viel Tiefe zu bieten. Und ich habe nie was davon mitgekriegt. Puh, unglaublich. Hört ihr die alte Maureen manchmal sagen, wer die Wahrheit sehen will, muss durch den Spiegel gehen? Ja, das hat sie schon mehrfach gesagt. Maureen weiß nicht, warum sie das sagt. Aber sie ist damit gar nicht so weit weg von der Wahrheit. Oh, ihr habt mir sehr viel zum Nachdenken gegeben. Sehr viel. Werdet ihr euch trotz eurer Aufbruchswünsche noch daran beteiligen, weiter nach den Ursachen zu forschen für das, was hier in der Stadt vorgeht? Ihr habt gesagt, ihr werdet noch nicht sofort aufbrechen. Das klingt für mich, als hättet ihr Chicago noch nicht aufgegeben. Werdet ihr, solange ihr hier seid, Entwicklungen ab. Mit Nachforschungen anstellen? Wir müssen doch irgendwie rauskriegen können, was hier läuft. Eine Intrige. Ich bin es müde, mir Gedanken darüber zu machen, wer hier gegen wen agiert. Die Anarchen gegen die Kamarilla gegen den Sabbat, der Sabbat gegen die Kamarilla. Es ist ermüdend. Clan Bruja gegen Clan Toreador, Clan Toreador gegen Clan Ventru, Clan Ventru gegen Clan Tremere. Ach, das ist... Es macht sie nur blind für die Zeichen.
Das ist meine Überzeugung, ne? Und ich bin vielleicht aber auch nicht stellvertretend für alle meiner Art, aber ich bin alt genug, um inzwischen das zumindest zu begreifen. Deswegen halte ich mich aus dem ganzen Zeug raus. Und es ist besser, wenn die Leute denken, ah, die arme alte Gangrel in ihrer Vorstadt. Lass sie mal lagen. Lass sie leben. Die weiß eh nichts. Und genau so habt ihr mich ja auch gesehen. Ich bin gerade zu euch gekommen, wegen Informationen. Ich hatte einen anderen Eindruck, als ihr mich im Museum verlassen habt. Da habe ich euch gesagt, ich wüsste nichts und ihr seid lächelnd abgezogen. Funktioniert ganz gut. Ich muss nur immer aufpassen, dass mir keine Maskengesichter irgendwo unterm Arsch sitzen, die die Wahrheit rauskriegen. Gute Masche. Wirklich gut. Ja. Nun ja, ich möchte eure Zeit nicht überstrapazieren. Ihr seid ja noch am Packen. Ich danke euch nochmals und tippe nochmal auf das Buch. Damit habe ich jetzt ja erstmal was zu tun. Auf Wiedersehen. Hoffentlich. Auf Wiedersehen. Dies geht wieder zur Tür, macht die verschiedenen Riegeln alle auf und öffnet quietschend dann die Verandatür auch nach draußen und schaut dir noch eine Weile hinterher. Ja, das ist der Zeitpunkt, wo du eine SMS von Emma kriegst mit Wohnungsvorschlägen. Ich scroll das nur so oberflächlich mal durch und tippe dir dann darunter, mir egal. Ja, ich denke, ihr trefft euch dann irgendwann wieder in der alten Wohnung noch von Emma, um irgendwie zusammenzutragen, was ihr denn herausgefunden habt und was nicht. Und dann machen wir doch einfach da weiter. Ja, gut, dann Johnson würde die ganzen Erfahrungen, die er gemacht hat, beziehungsweise Informationen, die er gesammelt hat, in einer Art Essay verfassen und das dann halt bereit machen, an den Prinzen zu senden, mhm. Und würde das wahrscheinlich nochmal in so Stichpunkten die wichtigsten Facts für seine Mitklüngeler aufschreiben und dann irgendwie per WhatsApp oder so an die Handys senden. Ja. Ja, dasselbe mache ich im Grunde genommen auch mit meinen Recherchen in der Bibliothek. Perfekt. Ja. Das sagt uns was, William? Nun, dass im Augenblick kein aktives Wrestling-Gimmick mit Werwölfen gibt. Das freut mich sehr. Aber die Werwölfe sollen zum Beispiel eine sehr hohe Aktivität um die Wrestling-Arena herum haben. Das heißt, in irgendeiner Form haben sie etwas mit Wrestling zu tun. Sind sie eure so Zuschauer? Wäre? Möglichkeit. Das kann natürlich sein. Ich meine, alle wollen Mortifer Mors sehen. Ja, aber du bist doch nicht in der Wrestling-Arena. Ja, sehr wahrscheinlich sind die Werwölfe jetzt auch nicht in der Wrestling-Arena, Jonathan. Ja,
Schon mal nachgedacht? Die Frage, ob wir das herausfinden wollen. Also, ich war gestern in kleineren Arenen hier in Chicago und da war niemand zugegen. In der ganzen Arena war niemand oder keine Werwölfe oder was meinst du jetzt genau? Da war niemand, die war leer, die war zu, da war keiner, die Tür war verschlossen. Interessant. Keinerlei Veranstaltung. Das ist ungewöhnlich. Siri, sage mir, wann die letzte Veranstaltung da war. Ja, ich spuck dir ein Datum von, ja, von letzter Woche aus. Siehst du, Jonathan? Letzte Woche war das letzte. Hast du noch Verbindungen in die Szene und kannst herausfinden, warum das so ist? Ich gucke ihn mit großen Augen an. Jonathan, siehst du das um meine Hüfte? Siehst du das? Schon. Hast du eigentlich den Gürtel aus dem Schließfach geholt? Das ist eine gute Idee. Das könnte ich eigentlich noch machen. Ja, nee, habe ich noch nicht. Das mache ich gleich. Aber hier ist ja der andere Titel. Ja, der ist um meinen Hüften. Also habe ich logischerweise noch Kontakte. Ja, dann. Hopp, hopp. Geht nicht. Ich habe meinen Promoter gefeuert. Ich brauche erstmal einen neuen Manager. Ich brauche definitiv einen neuen Manager. Was macht denn ein Manager? Siri! Portia fragt. Der organisiert mir Auftritte in der Wrestling-Szene, weil ich bin ja Wrestling Champion of the World und ich muss den Titel ja auch irgendwann verteidigen. Ich glaube, das kann ich nicht. Schade. Naja, wie dem auch sei, ich kann das auch. Jonathan? Ja, bitte. Organisiere mir einen Manager. Hab ich Sekretär auf dem Kopf stehen oder was? Noch nicht, aber ich kann es gerne draufschreiben, wenn du möchtest. Und ich hole einen Kugelschreiber. Ich schlage dir den Kugelschreiber aus der Hand. Warum sind wir heute so aggressiv? Haben wir schlecht geschlafen? Weil wir bald von Werwölfen überrannt werden, William. Also ich nicht. Gut. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe das nicht vor. Nein, nein. Wir könnten aber trotzdem zu der Arena hinfahren und vorher können wir bei der Bank vorbei. Übrigens, Johnson, sag mal, kennst du dich mit Versicherungen aus? Nein. Schade. Wirklich schade. Kennt sich einer von euch mit Versicherungen aus? Nee, sehe ich aus wie ein Makler. Nein, nicht wirklich. Naja, nicht schlimm. Wovon redet er, Emma? Frag ihn doch. Ich trau mich nicht. Es könnte eine Erklärung folgen, die du nicht hören möchtest. Deswegen. Ja, und ich kann dir keine liefern. I see the problem. Naja,
dann muss ich halt selber den Versicherungsfritzen anrufen. Das mache ich später. Ich habe ja jetzt noch was anderes vor. Was ist denn jetzt los? Warum sind wir hier jetzt noch, warum stehen wir jetzt hier dumm rum? Weil Jonathan uns noch erklären wollte, was dieser Essay bedeutet. Und Melina hat auch gesagt, sie wüsste irgendwas. Das Essay bedeutet, dass es eine vielfach erwähnte Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit gibt, dass Vampire gegen, Werwölfe gegen Silber anfällig sind. Das heißt, wir sollten uns Silberwaffen besorgen. Es gibt aber auch keinen Beleg darüber, dass der Angreifer auf meine Damon... Ohrringe kriegst du nicht. Die hab ich gerade neu. Nein. Kein Problem. Es muss auch wesentlich mehr sein. Die Angreifer auf Damon klein, schmal und haarlos waren. Theoretisch gibt es haarlose Werwölfe. Das habe ich herausgefunden. Aber klein und schmal passt nicht zur Kriegsgestalt eines Werwolfs. Das müssen wir weiter verfolgen. Ging alles so schnell. Ich habe das gar nicht so genau gesehen. Kann hast sein, du... dass er klein und schmal war. Oder sie. Guck an dir unter irgendeinen Gegenstand dabei, den du auch in dem Abend dabei hattest. Nein, das Kleid haben wir ja entsorgt. In der Tat. Und dein Handy? Mein Handy, ja, mein Handy hatte ich mit, ja. Wir haben telefoniert, also wenn man das so nennen kann. Ja, stimmt, das hatte ich mit. Ja, darf ich das mal haben? Hier? Ja, dann schließe ich kurz die Augen und konzentriere mich wieder. Ein Hoch auf Auspex 3. Oder was ist 3, ne? Auf jeden Fall. Ah, verdammt, ein Erfolg. Das heißt, nicht viel. Vage Eindrücke waren es, glaube ich. Ja, dann siehst du das Blut spritzen. Grundlegende Informationen zum Beispiel schlecht. Ja, gut. Muss ich mitleben. Alles ziemlich durcheinander. Ja, dann versuche ich mir nochmal diese durcheinander Eindrücke im Kopf zu behalten, dass ich die später nochmal in Ruhe ordnen kann. Aber ansonsten gebe ich das Handy zurück. Und? Nein, nichts. Schade. Tat. Wobei ich jetzt auch nicht gewusst hätte, was uns das jetzt bringen soll. Ich auch noch nicht. Gut, Melina ist noch nicht da, oder? Doch. Doch, ah. Ich stehe hier so. Hast du... Hallo? Ich stehe hier und singe. Was hast du herausgefunden? Die Bucher rüsten auf. Massiv. Aber eine richtige Strategie haben sie nicht. Und Informationen über die Werwölfe auch nicht. Dafür habe ich rausgekriegt, dass hier vielleicht noch ganz andere Untergangsszenarien am Werke sein könnten. Inwiefern? Ich ziehe das Buch aus der Tasche
Wie viel sagt dir jetzt Gehenna? Ich ziehe beide Augenbrauen hoch. Ich denke mal, ich habe da wenigstens ein bisschen was drüber gelesen. Ja. Davon wäre ich jetzt ausgegangen, ja. Das ist der Vampir-Weltuntergangsmythos. Genau, richtig, ja. Ja. Du hast ein Buch über das Gehenna. Ich fange so ganz leicht an zu sabbern. Das ist meins. Das ist meins und ich lese das zuerst. Natürlich. Ich habe heute nur Bruchstückchen daraus gehört. Hallo, mehr Infos bitte. Was ist denn Gehenna? Es ist nichts Besonderes, der Untergang der Welt. Manche sagen die Vernichtung aller Vampire. Gibt's das nicht online auch? Ach, nichts Besonderes, ja. Gute Nachtlektüre halt. Such's halt online, kommt. Wenn du möchtest, aber also mir wurde gesagt, einige Zeichen könnten darauf hindeuten. Und ich meine, wir haben. Die Kacke ist gerade ziemlich am Dampfen. Aber Gehenna ist global, nicht in Chicago. Irgendwo ist auch immer Ground Zero. Oh, habt ihr diesen Film mit Arnold Schwarzenegger gesehen? Wie hieß er noch? Total Recall. Nein. Mit irgendwas mit dem Teufel und dem Weltuntergang. Hercules in New York? Ah nein, das war was anderes. End of Days, meinst du? Genau. Nein, da war ich glaube, die Frage, sie meint... wo in welcher Zeitzone zuerst das Armageddon ausbricht. Das finde ich interessant, diese Fragen. Nicht in unserer. Ich glaube, nicht in unserer. Nicht? Mehr Glück. Ja, aber Glück kommt von Können. Vielleicht trifft es die Ostküste zuerst. William, Kunst kommt von Können. Westküste. Oder China. Wie wäre es, wenn es China trifft? Das wäre doch toll. Zuerst China. Also, nein, China ist eine ganz dumme Idee. Wir wollen expandieren in die östlichen Länder und Kunst kommt nicht vom Können, sondern von Pinseln und Künstlern. Oh Mann, so spät schon. Aber jetzt mal ganz ernsthaft. Jonathan? Ja, bitte, William. Ich habe Hunger. Und ihr habt ja gesagt, ich soll mitmachen bei eurem komischen Verein hier, Vampire und so. Kannst du nicht mit mir nochmal rausgehen und mir nochmal zeigen, wie man so, du weißt schon, und so? Italienisch oder Thai? Ich bin für mexikanisch. Boah, nicht schon wieder. Sagt wer, Potzer. Ja. Ja, es gibt immer so Blähungen der Bodenkram. Ich wäre für Starbucks. Haben wir da jetzt nicht schon auch die letzten Tage immer? Das fällt doch auf, oder? Hallo, wie viele Starbucks gibt's in der Stadt? Stimmt, wir könnten woanders hinfahren. Und dann muss Jonathan mir den Bechertrick nochmal zeigen. Ja, den Bechertrick kann ich auch hier in der Wohnung machen. Dann können Melina und ich in dem Buch forschen. Ihr bestellt einfach bei 5 verschiedenen Lieferdiensten. Ich bezahle. Ja, nee. Und dann haben wir da wieder so eine komischen Typen dabei, wie beim letzten Mal. Siri, rufe den nächsten Mexikaner an. Es klingelt. Hallo? Ja, meldet sich am anderen Ende. Gracias, Senora. Ich brauche eine Essen. Welche Nummer? Keine Ahnung. Ich habe keine Nummer. Ja, Moment. Ist das die gleiche Nummer, wie sie hier im Display ist, wo wir hinliefern? Seit wann liefern Sie an Handys? Gar nicht, aber sie haben doch bestimmt... nein, haben sie nicht, sehe ich gerade. Welche Adresse denn? Ja, ich nenne die Adresse.
Ich hätte gerne einmal Chili con Carne. Nummer 3, ja. Und dann, wenn das bei Ihnen die 3 ist, dann ist es okay. Und dann hätte ich gerne noch einmal ein Steak. Steak? Ja, vom argentinischen Jungbullen. Haben wir nicht. Ich brummle hinter Uldim nur so viel, dass sie liefern. Selbst, aber sie liefern auch, oder? Si, Senor. Ja, sehr gut. Dann nehme ich einfach, ich lasse mich mal überraschen, ich nehme die 46, die 39 und die Zusatzzahl 3. Groß. Si, Senor. Auf welchen Namen? Mein Name ist Mortifer Mors. Sie kennen mich bestimmt aus dem Fernsehen. Ich habe vor kurzem den Titel gewonnen. Sie sind Mexikaner. Lucha Libre, mein Freund. Lucha Libre. Sie, Senor. Ja. Wie ja? Bringen Sie das jetzt oder nicht? An Mors, ja? Ja, an Mortifer Mors. Si, Senor. Aber Schellen, du weißt schon, dass dein Name nicht an meinem Klingelschild steht. Bringen Sie es bitte zu Mrs. Williams. Williams. Ja, soll ich es buchstabieren? Bitte. W wie War Machine, I wie Intelligenzquotient, L wie Lapsus, noch ein L wie Lucha Libre, ein I wie Indikator, ein A wie armselig, ein M wie mutig und ein S wie sagenhaft sexy. Also 2 S. Nein, nur ein S. Okay. 30 Minuten. Sehr gut. Sie schaffen es in 12. Nein, in 30. Na gut, ein Versuch war's wert. Im Film hat's ja geklappt. Buenas noches. Ja, muchacho. Ich lege auf. William. Ja, Donnison? Wir bestellen, damit jemand vorbeikommt, der etwas bringt. Wir brauchen nicht das, was er bringt, sondern denjenigen, der es bringt. Also reicht es, wenn du für den Mindestbestellwert bestellst und nicht die Karte einmal rauf und runter. Diesmal zahlst du. Kapiert hast. Außerdem fällt es, glaube ich, irgendwann auf, wenn in Emmas Hausmüll jeden Tag kiloweise Fleisch und Krempel weggeschmissen wird. Also das glaube ich weniger. Der kann das kaufen, der kann das dann alles essen. Wer kann das essen? Hat jemand heute einen Hirnfresser hier freigelassen? Was ist denn los? Ich fand die Idee gut, oder Emma? Was hast du gegen Hunde? So ein Handtaschenpfiffi. Oder, mach so eine Tai-Chi-Bewegung. Oder einen Großen, der so aussieht wie ein Wolf. Dann können wir uns verstecken und sagen, hey, wir sind auch Wölfe. Ja, das wird man uns voll abnehmen. Ich habe da gerade eine Eingebung. Suchen uns einen Obdachlosen, den gut jemand von euch, und der muss den ganzen Kram fressen. Ich möchte aber keinen Obdachlosen. Der wohnt ja unten vor der Tür da, nicht hier drin. Außerdem haben wir denn jemanden für Blut. Könnt ihr das Zeug nicht auch einfach im Klo runterspülen? Damit wir Ratten. Das lockt Ratten an. Gut, wir sind ja im 42. Stock oder so.
Wer weiß, wie hoch die krabbeln können. Ich möchte es nicht ausprobieren. Also ich will in meinem Zimmer keine Ratten. Ich auch nicht. Apropos Zimmer. Habt ihr euch jetzt schon die Essays angeguckt? Ich bin für die... Egal, ob... Ich bin für dieses Penthouse. Egal, ich Hauptsache, ich habe irgendwo Internetanschluss und eine Bibliothek. Irgendwo eine Luftmatratze auf dem Boden, mehr brauche ich nicht. Ja, dann schaue ich die anderen so an. Penthouse? Habe ich da Penthouse gehört? Ja, das war das zweite, was ich euch geschickt habe. Was war das erste? Nimm das Penthouse, Mortifer. Das erste war die Wohnung in der Innenstadt und das dritte war das Haus am Stadtrand. Also ich Penthouse, bin definitiv für das Penthouse. Ja, ja, das Penthouse, das ist sehr gut. Yes. Mehrheit, Mehrheit. Damit wir wieder von Gargülen vom Nachbardach beobachtet werden können. Ach, das hängt jetzt an Penthäusern. Dächer sind in Höhe von Penthäusern. An Häusern und anderen Wohnungen gibt es natürlich keine Dächer. Jonathan, jeder hätte sein eigenes Bad. Ja, stimmt. Ich will wirklich nicht den ganzen Morgen auf drei Damen in einem Bad warten. Bin nur das Penthouse. Yes. Gut, es ist eigentlich nur noch Formsache, aber Melina? Nimm, worin du dich am wohlsten fühlst. Ich kann doch jetzt nicht Brad Pitt anrufen. Er ist Pitt? Warum nicht? Stimmt, Versuch ist wert. Nein, ja, alles klar, dann das Penthouse. Ich werde gleich mal den Makler mailen. Aber nur, dass wir uns nicht falsch verstehen, die Einrichtung eurer Zimmer müsst ihr selbst besorgen. Das ist richtig. Und von welchem Geld soll ich das besorgen? Kriegst du die Tochter, die ich nie hatte. Und wollte? Du kannst ja ein paar Aufgaben erledigen, um dir Geld zu verdienen. Zum Beispiel? $5 einmal Spülmaschine ausräumen. Ja, wo wir doch die Spülmaschine so oft nutzen. Deinen Becher tust du da ja nie rein. Und du erkennst den Witz sehr gut. Oh Mann. William, naja, stell dir vor, das Essen, was nachher kommt, wird von William gegessen. Genau. Moment. Macht ihr euch gerade über mich lustig? Nein. Das ist auch besser so. Denn selbstverständlich werde ich das Essen, was gleich kommt, essen. Schließlich habe ich es ja bestellt. Ich hol schon mal die Plastiktüten. Umso besser, wenn er dann sein eigenes Badezimmer hat, was er vollkotzen kann, nicht? Ich sag ja, Penthouse. Ja, ja, ich bin dabei, die E-Mail zu schreiben. Ja. 30 Minuten später kommt der mexikanische Pizza, also Lieferservice-Bote wird wahrscheinlich mit dem Bechertrick abgelenkt. Genau, der klassische Geldwechseln, Becher halten Trick. Den kennen wir ja inzwischen. Ja, das heißt, ihr habt einen Becher Blut gewonnen und jede Menge mexikanisches Essen. Wer hat am meisten Hunger? Ich habe hier. Ihr könnt euch ja an dem Tomatensaft vergehen. Ich werde jetzt erstmal zum Tisch gehen. Lasst mir aber was übrig zum Nachtisch. Das ist genau eine Portion, William. Ja, ich schau mal einen der Mädels an. Ja. Ich nehme wohl, also wenn das jetzt hier ist. Kommt mal zuerst. So, ne? Sag mal, Jonathan, woher weiß der Becher eigentlich, wen er anzapfen soll? Der ihn anfasst, wenn er leer ist. Ich trage Handschuhe deswegen. Ah. Das heißt, wenn ich ihn jetzt anfasse, dann hast du da Vampirblut drin? Das will ich nicht herausfinden. Ich frage ja nur. Nicht, dass ich ihn aus Versehen mal anfasse.
Ja, dann lass am besten ganz die Finger davon. Na gut. Ich will aber auch was davon. Ja, dann bestell doch einfach. Genau, ruf 5 verschiedene Dienste an. In der Zeit können wir, das ist so der erste Aufruf. Anrufen ist so 90er Jahre. Ich mach was online, okay? Ach, kriegst einen Keks, du bist so toll. So. Aber noch nicht über das Gehenna-Dings reden. Ich will das auch mitkriegen. Ja, ich drehe mich zum Lina um. Dein Stichwort. Ich sagte nicht. Dröhnt es aus dem Raum raus. Ja. Steht da so. Beziehungsweise so. Kleiner Hai. Ja. Was? Ich bin da zu alt für. Nee. Ich schon. Das Buch sieht so aus, als hätte es mindestens 800 Seiten. Ich wäre in 4 Stunden fertig. Mal gucken, ob du die Zeit schlägst. Was wird das hier? Das ist mein Buch, Jonathan. Wir brauchen die Informationen daraus. Ja, und deswegen habe ich jetzt zuerst getrunken und jetzt gehe ich in mein Zimmer und möchte in Ruhe gelassen werden und lese das jetzt durch. In dein Zimmer gehst du, aha. Also in Emmas Zimmer, wo ich schlafen darf. Und du möchtest da natürlich in Ruhe gelassen werden von so nervigen Personen wie mir. Du kannst dich gerne dazusetzen, aber ich möchte in Ruhe lesen. Hab ich was verpasst? Eine kurze Frage. Wir brauchen dringend das Penthouse. Gibt's das Ganze auch als Hörbuch? Wenn Melina laut liest, dann schon. Melina, sei so gut und lies doch bitte laut. Ernsthaft jetzt? Ja, bitte. Siri, nimm bitte die Stimme von Melina auf. Ja, Aufnahmefunktion ist gestartet. Ja, aber ganz im Ernst, ne, das ist schon anscheinend tatsächlich ja die schnellste Möglichkeit, dass wir alle jetzt den Inhalt dieses Buches... Ne? Ja, dann lese ich euch was vor. Dann schaut euch um mich, Kinderchen. Die Tante liest Geschichten vor. Gather round. Ja, das wird eine ganze Zeit lang brauchen, bis man 800 Seitenwälzer gelesen hat beim Vorlesen. Das dauert ein paar Tage wahrscheinlich. Also vielleicht... lest ihr die ersten Kapitel und dann ein bisschen querlesen und zusammenfassen wir dann wahrscheinlich schneller. Ja, ich kann das ja auch einfach in Ruhe lesen und dann erzähle ich euch, was drin stand, aber so, ne? Ich möchte nein, lies ruhig weiter. Ja, gut, dann lese ich jetzt vor. Gut, dann könnt ihr jetzt alle die Mythen und Legenden ja, wie die Vampire entstanden sind, also von der Verfluchung des Kain durch, man mag ihn vielleicht Gott nennen. Und, Und das nahende Ende, also das Gehenna-Kapitel ist wirklich nur am Ende, auch wirklich, weil es ist auch das Ende. Und, habe ich ja eben schon mal in dem Gespräch kurz angerissen, worum es da geht. Es klingt alles so ein bisschen wie Bibel-Stories. Auch von der Sprache her. Es begab sich aber zu der Zeit, genau, da so. Quirinius Statthalter von Ägypten war. Ja. Oh Mann, ich dachte, ich wäre das los. Warum können die sich nicht was Besseres ausdenken als das? Also was ihr auf jeden Fall auch noch rauskriegt, ist halt, wie gesagt, dieser Mythos mit dem Blutmond, der gerne ankündigen soll. Dann, dass es irgendwann das Vampirblut sich so ausdünnen wird, dass es... dass die Vampire kaum noch von den Menschen zu unterscheiden sind. Und wenn das auftritt, dann ist Gehenna nah.
Das ist so auch so ein Merkmal. Und ja, dass am Ende der Zeit halt die alten Vampire wieder auf Erden wandeln werden und sich vom Blut der jungen Vampire ernähren würden. Was bedeutet, die Ahnen erwachen wieder auf? Interessant. Was ja mit Menele schon mal der Fall ist. Dann, dann, da. Wenn wir da die Zeichen richtig deuten. Bitte, was? Gerne ausgelöst. Ja. Nein, Spaß. Ich schaue mal zu Potts darüber, wie sie darauf reagiert, wenn Melina das, wenn Emma das sagt. Ist ja in ihrem Zimmer. Ach so. Die bestellt doch gerade online und so Zeug. Die ganzen letzten Stunden, die vorgelesen werden. Ach so, ja, nee, die bleibt aber auch da. Die wird dann, wenn der Lieferservice kommt, ihren Becher fordern und dann zieht sich auch extra einen Handschuh an. Ich schaue jetzt zu, ob sie das gewissenhaft macht. Ja. Noch eine Frage, Jonathan. Ja. Geht das nur für Hände? Ich denke nicht. Jeglicher Hautkontakt. Wegen Trinken? Das kann doch nicht sein. Immerhin sind Lippen auch Haut. Ja, aber man trinkt den ja leer. Und dann setzt man ab. Das heißt, man trinkt sein eigenes Blut? Nein. Man trinkt das Blut des Opfers. Verstehe ich nicht. Und bei aller Liebe, Porzer, erwische ich dich nachts dabei, wie du mir den Becher klaust und ihn William an die Backe hältst, dann haben wir ein Problem. Warum gerade William? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich hoffe, dass du vor Emma und Melina genug Respekt hast, es dort nicht zu probieren. Was heißt Pö? Ich hoffe das auch. Moment mal. Wenn ich mich nicht vertue, hast du mich gerade beleidigt. Oh Gott, ne? Nein, warum? Nun ja, ich habe gehört, wie du sagtest, dass du vor den anderen ja wohl Respekt hast. Das bedeutet, dass sie vor mir keinen Respekt hat. Ich habe vor dir Respekt, dann, Schatzi. Dann mache ich mal so, als wenn ich ihm zuflüstern wollte, Damen unter sich, William, das ist eine ganz eigene Welt. Ah, so. Warum? Kannst du mir das erklären? Nein, ich habe es nicht verstanden. Könnt ihr mir das vielleicht erklären? Was? Damen unter sich, meinte Jonathan gerade. Mach einen unschuldigen Gesichtsausdruck. Was meinst du, Jonathan? Na, dass sich Frauen untereinander anders respektieren und wertschätzen als Frauen Männer. Der war gut. Zieh eine Augenbraue hoch. Sehr schön. Ja, wie dem auch sei. Wir haben noch was zu tun. Ich guck mal, ob Porzer aus dem Raum raus ist. Ja. Ich keine Ahnung, Tür zu machen. Langweilig. Ich gehe wieder World of Warcraft zocken. Oder, nein, LOL. Porde oder so. Keine Ahnung, LOL kenne ich nicht. Ja, mach ich mal die Tür zu und nehme irgendwie Kissen, Schal, Decke, irgendwas und mach das unter den Türschlitz und mach mal zu den anderen so. Dem ganzen Durcheinander kam ich noch nicht dazu, euch zu unterrichten. Während der Anhörung habe ich mir alle Vampire angeschaut und Portia hat Zeichen von Diablerie. Was? Ist leise. Sie hat einen anderen Vampir ausgesaugt und die letzte Lebenskraft genommen und damit seine Kräfte übernommen. Das ist die absolute Todsünde in unserer Gesellschaft. Und sie ist jemand, der zweimal einen Werwolfangriff überlebt hat. Na, vielleicht hatte sie Glück. Ich hatte noch nicht das Pech, einem Werwolf zu begegnen, William, aber bei den Sachen, die ich über sie gelesen habe, ist Glück lange nicht mehr die Basis des Überlebens bei einem Werwolfangriff. Entweder hat sie einen Deal mit ihnen und sie hat überlebt, oder
Sie ist nicht so jung und unschuldig, wie sie tut. Also unschuldig, da sind wir uns schon mal einig, das ist sie nicht. Aber diese Diablerie, von der du da sprachst, ich kannte das auch nicht. Vielleicht, sie ist genauso frisch wie wir, vielleicht wusste sie es einfach nicht. Du kannst keinen anderen Vampir diablerieren, wenn du jung und dumm bist. Vielleicht einen noch jüngeren und noch dümmeren, aber dann... unwahrscheinlich. Nun, von mir hat sie auch getrunken. Nein, das ist was anderes. Etwas Blut von einem nehmen ist eine Sache. Diablerie ist das letzte Herzblut, einen Vampir damit zu vernichten. Quasi das, was man noch als menschliche Seele bezeichnen könnte, was wir natürlich nicht mehr haben. Aber der letzte übernatürliche Funke in uns, diesen aufzunehmen und damit die Existenz des Vampirs zu vernichten, das ist Diablerie. Und wenn es in einer Notsituation war, wie ihr Meister, ihr Erschaffer wurde angegriffen und sie auch, und um am Leben zu bleiben, hat sie von ihm getrunken, keine Ahnung. Glaubst du, sie ist böse? Ich weiß es nicht, was sie ist. Aber ich möchte sie im Auge behalten. Nun, das ist unsere Aufgabe. Was auch heißt, dass ich ihr nicht alles mitteilen will, erklären will, überall Einsicht lassen haben will, was unsere Pläne sind. Was sagt ihr dazu? Ich schaue die anderen beiden an. Also nun ja, ich... also sie ist doch nett. Oder nicht? Jonathan. Ja, natürlich ist sie nett, aber das ist das Komm her. Vampire können vorne auch herum nett sein, aber ihre Intrigen spinnen. Und es gibt mehr als genug alte Weisheiten. Lass deine Feinde nah an dich heran, deine Freundin an dich heran, nur deine Feinde noch näher. Und wenn sie wirklich das ist, wofür ich sie halte, dann spielt sie genau das gerade. Ja. Bitte? Also Jonathan, ich weiß nicht, du solltest den Roboter aus dem Mund nehmen. Oh, das tut mir leid. Dann habe ich wohl gerade Sprachstörungen. Was nee, war das jetzt denn, was du verdammst? Nee, bei euch nicht. Nee. Ja, passiert. Was war das letzte, was du gehört hast? Ja, dann sind wir es. Naja. Passiert. Was war das letzte, was du gehört hast? Ich habe von Anfang an nur Roboter gehört, aber ich habe gedacht, geht gleich wieder rum. Hm. Warte mal, irgendwer ist weg. Serie. Das ist wieder, yay. Ja, also Kurzfassung, misstrauisch ist nicht das, was sie, meiner Meinung nach nicht das, was sie zeigt oder denkt oder nach außen zeigt, was sie ist. Und alte Weisheiten sagen schon, dass deine Freunde nahe nicht heran, deine Feinde noch näher. Ah, okay, wunderbar. Ja, das könnte die neue Catchphrase werden. Also, wir dürfen uns das jetzt nichts anmerken lassen, aber wir müssen planen, wie es weitergeht. Ignorieren wir das total und sagen, ja, diablerieren kann man halt mal. Kommt mit besten Familien vor. Nein, das sagen wir auf keinen Fall. Schnaufende Erleichterung. Ich konnte sie ja noch nie leiden. Aber das... Das ist echt nicht in Ordnung. Mir erschließt sich nicht ganz der Unterschied.
Was denn? Ob wir nun einen Menschen austrinken oder einen Vampir. Wenn wir einen Menschen töten, ist er tot. Das ist schon nicht sehr gut. Das weckt das Tier in dir. Das senkt den letzten Funken der Menschlichkeit, die du in dir hast. Wenn du das öfter tust, wirst du zu einer wahnsinnigen Maschine und nichts kann deine Gier nach Tod, Zerstörung und Blut mehr aufhalten. Außer dein eigener Tod. Aber trotzdem, wenn wir so einen Menschen töten, ist er einfach nur tot. Das, was die Menschen Seelen nennen, kann dahin, wo auch immer menschliche Seelen hingehen. Ich bin jetzt nicht der Theologe vor dem Herrn, nennen wir es Himmel. Aber wenn du einen Vampir vernichtest, ist die Existenz vollendlich zerstört. Es gibt keine Seele, die in einen Himmel oder sonst irgendwo hingeht. Deswegen, wenn Vampire sich untereinander bekämpfen, dann ja, versetzen sie sich in Starre oder verletzen sich schwer, aber wirkliche Vernichtung ist immer nur ja, wird nur getan für, als Bestrafung für die allerschlimmsten Sachen. Und jemanden zu vernichten, weil du ihm seiner Macht berauben willst, ist ja noch ein weit niedererer Grund. Deswegen ist das Thema Diablerie in unserer Gesellschaft so sehr geahndet. Weil sonst könnte ja jeder sagen, wenn es erlaubt wäre oder einfach nur irgendwie mit einer kleinen Strafe versehen würde, ich schnapp mir irgendeinen Älteren, entführe den, saug den aus, sodass ich mächtiger werde. Es würde totales Chaos in unserer Gesellschaft ausbrechen. Und woher genau weißt du, dass sie das getan hat? Ich habe es in ihrer Aura gesehen. Ihre Aura ist mit schwarzen Adern durchzogen, was ganz klares Zeichen für Diablerie ist. Ich kann es euch leider nicht sichtbar machen. Dazu müsstet ihr die Fähigkeiten des Ausbecks beherrschen. Welch Zufall, Emma kann das potenziell auch. Kannst du das schon auf dem Level, Emma? 2. Nö. Kannst du mir so lange misstrauen, bis du es kannst? Ja, aber was wollt ihr denn da diesbezüglich jetzt unternehmen? Wir können gar nichts unternehmen. Wenn sie das ist, was ich halte, würden wir uns in Gefahr bringen, wenn wir was unternehmen. Deswegen können wir sie nur beobachten. Aber wir sollten wach und vorsichtig sein. Nicht leichtfertig Informationen preisgeben, die wir gesammelt haben. Die im Auge behalten. Okay. Ich werde es versuchen. Gut, aber ja, wir haben noch eine andere Aufgabe hier zu erledigen und ich schaue zu Melina rüber. Ja. Nun, ich habe versprochen, dass ich von dem Gespräch heute nicht zu viel preisgebe, aber mir wurde gesagt, dass erste Anzeichen der Gehenna in der Traumsphäre gesehen wurden. Wie Visionen. Jonathan, damit kennst du dich doch auch ein bisschen aus, oder? In der Tat. Wie verlässlich sind solche Vorboten, die in der Traumsicht zu einem kommen? Ja, sie wurden von dieser Person sehr ernst genommen. Das kommt drauf an, ob diese Person schon, also soll ich da irgendwie auf Okkultismus oder Academics würfeln, weil es mein Fachgebiet ist, oder? Also, ich denke nicht, also du hast es so hoch, also ich denke, dass du das mit Traumdeutung und so, da wirst du auf jeden Fall was rüber können. Es kommt natürlich drauf an, was für die Person. Tja, WLAN kommt sie wieder? Und so. Kommt sie wieder? Meinten Sie sie weg? Da weg. Kauft euch mal auch ein Kabel. Oder steht der Router in einem ganz anderen Zimmer? Hallo! Es kommt natürlich darauf an,
ob diese Person vorher schon mal Visionen hatte und inwiefern die sich bewahrheiteten. Das kann eine Tendenz dazu abgeben, aber tendenziell gibt es in einem Bereich mehrere Personen, die dafür empfänglich sind, für solche Visionen. Und wenn die Zeichen ähnlich oder gleich sind, dann ist man zumindest in der Parapsychologie geneigt, den Visionen Glauben zu schenken oder sie zumindest enger in Betracht zu ziehen, weil das Vision von einem brennenden Haus oder einem tot vom Himmel fallenden Vogel ist sehr weit verbreitet und wird schon in die Kategorie Wunsch-Albvorstellung, Albträume abgehakt. Aber wenn es eine sehr spezifische Vision war, das müsste ich jetzt näher wissen, um das analysieren zu können. Sie sagt, sie hat den Blutmond gesehen in ihrem Traumgesicht. Wiederholt und sehr, sehr stark. Und was ist passiert in dem Blutmond? Ich blätter zu dem Bild, was sie mir gezeigt hat. Sie hat gesagt, sie hat diese Szenerie gesehen. Sehr lebendig vor ihrem inneren Auge. Ich denke, wir sollten mit Maureen reden. Wenn, soweit ich weiß, wenn jemand solche übernatürlichen Einwirkungen empfänglich sind, sind das die Malkavianer. Das könnten wir zumindest versuchen. Gebt William Rauschkraut. Gebt William Rauschkraut. LHG. LHG. Oh, noch besser, ja. Irgendwelche synthetischen Drogen. Nun, meine Quelle sagt, dass das hier zumindest die deutlich stärkere Gefahr ist, der wir uns gerade ausgesetzt sehen. Und dass sie aus sicherer Quelle weiß, dass die Werwölfe nicht unser Problem sind. Das müssten wir verifizieren. Hat sie Kontakt zu den Werwölfen? Ja. Dann soll sie dort nachfragen. Leute? Ja, bitte? Irgendwie ist irgendwie voll schlecht. Geh ins Bad. Woher kommt das nur, William? Also bei dem Mexikaner bestell ich nicht. Geh mehr. Ins Bad, geh ins Bad. Ich scheuche okay, ins Bad. Ja, ich geh ins Bad. Falls es doch Werwölfe sind oder ein Teil oder was auch immer, hast du dir Gedanken über Selbstschutz gemacht? Ich ziehe meine Waffen aus der Tasche. Die muss ich jetzt versilbern, oder? Nicht die Waffen, die Kugeln. Ja, die Munition, ja. Und die Waffen schadet auch nicht, kann man dann so. Ja, genau. Also, so viel. Habe ich irgendwas über Selbstheilungskräfte der Werwölfe gefunden? Nee, oder? Hattest du eben bei deinen Fragen nicht dabei? Nee. Ja, dann. Ja, also Waffen wären wohl effektiver, wenn sie, die Kugeln, wenn sie mit Silber überzogen wären. Ich muss da tatsächlich auch noch recherchieren. Bleibst du bei Fernkampfwaffen oder? Ich ziehe meine Messer noch raus. Kommt drauf an. Hast du schon mal mit einem Schwert gekämpft? Mit einem Schwert? Ja. Nee, nicht so richtig. Willst du es lernen? Das fände ich cool. Oh, Jonathan. Finden wir einen Übungsplatz? Es kann nur geben, Jonathan. Es kann nur geben. Richtig. Nun, ich kenne zumindest ein Dojo, das auch eine Kendo-Arena hat. Dort können wir üben. Und eine Waffe besorge ich dir. Dafür. Ja.
Worum geht's? Der Jonathan guckt so ein bisschen wie so ein reumütiger Hund zu Emma. Ein Thema, was dich wahrscheinlich nicht allzu stark interessiert, aber doch ein nötiges Übel, würde ich es nicht nennen, eine nötige Angelegenheit ist. Wir müssen darüber nachdenken, ob es jetzt Werwölfe sind oder nicht, dass wir uns verteidigen können müssen. Beherrschst du irgendeine Art von Technik, mit der du dich verteidigen kannst? Hast du irgendeine Art von Kampftraining absolviert? Ich schwinge die Hüften und presse mal vorne was raus. Das ist alles, was ich normalerweise brauche. Die Waffen einer Frau. Vampire können ja nicht rot anlaufen, aber Jonathan sieht verlegen aus. Sie können schon. Ja, es kostet aber Blut. Ja, nee. Sieht zumindest verlegen aus und guckt so kurz auf der Seite. Ja, das ist beeindruckend, Emma, aber ich meine jetzt wirklich Kampf. Wenn dich jemand angreift und dir schaden möchte. In dieser Situation war ich noch nie. Bis vor kurzem. Ich hoffe, dass es auch nicht wieder geschieht, aber für den Fall, dass Melina hat sich Fernkampfwaffen besorgt. Ich bin da sehr unbedarft drin. Ich kann mit Feuerwaffen nicht umgehen, aber ich bin relativ gut im Fechten. Ich kann euch zumindest die Grundzüge zeigen. Ich kann weder das eine noch das andere. Meint ihr wirklich, dass das nötig ist? Zuck mir die Schultern. Möchtest du so es drauf ankommen lassen, wenn du in Lebensgefahr gerätst? Nein, natürlich nicht. Also gut, aber ich muss nicht auch noch wresteln, oder? Die beiden Augenbrauen hoch. Ich sehe schon William mit einem Werwolf in Kriegsgestalt wresteln. Das wird interessant. Fragt sich nur, wie lange das interessant ist. Ja, wenn das richtig mit Damnation so gut anstellt, dass er glaubt, er wäre ein Wrestler, der wäre Wolf, kann das lustig werden. Ja. Ja. Gut, dann gucke ich mal auf die Uhr, wie spät es ist. 2. Ja, ist schon zu spät. Ich würde dann für morgen direkt nach Sonnenuntergang den Dojo buchen, dass wir dort beim Training beginnen können. Oder haben wir eine Sache, die wichtiger ist? Guck zwischen den beiden Mädels hin und her. Ja, ich weiß zumindest gerade einfach nicht, wie wir noch mehr rauskriegen können und Informationen sammeln können. Von daher ist Vorbereitung immer gut. Dann haben wir wenigstens was zu tun, was sinnvoll ist. Nochmal mit deiner Quelle sprechen. Von Christias hast du uns nichts erzählt, ne? Doch, ich habe gesagt, dass die Bucher sich aufrüsten. Ah, dann könntest du an den Bucher weitergeben, dass Silber zumindest eine Verbesserung bringt, wenn es sich wirklich um Werwölfe handelt. Und ich würde dir nochmal genau, so wie ich es mitbekommen habe, da gibt's ab morgen keine Silbervorräte mehr in ganz Chicago. Wahrscheinlich. Die schlanke, kleine, haarlose Gestalt beschreiben, die ich auf dem Spielplatz sah. Mein Bauch sagt mir, dass das kein Werwolf war. Und wir müssen herausfinden, was diese Kreatur war. Es gibt zwar theoretisch haarlose Werwölfe als irgendeine komische Abart, aber das sind viel zu viele Unbekannte. Mal ganz was anderes. Klein und schlank und haarlos und irgendwie immer Überlebende von Werwolf-Attacken. Denkst du auch? Okay. Aber wo keine Beweise, dort keine Konsequenzen. Ja, du hast recht. Aber wenn wir schon mal in dieselbe Richtung denken, denke ich,
Wir werden ähnlich aufmerksam und vorsichtig sein. Das ist gut. Da warten wir, bis William sich wieder aus dem Bad heraus begnügt hat. Ja. Uff, viel besser. Ich habe immer noch Hunger. Tja. Jonathan, ich habe immer noch Hunger. Du hast ja auch noch keinen Tomatensaft getrunken, oder? Nee, das stimmt. Den könnte ich jetzt mal zu mir nehmen. Weiß nicht, wie viele Besteller schon kamen, die Portsea geordert hatte. Und würde ich halt einfach auf den nächsten warten und dann William den Becher geben. Ja, kein Problem. Ja, das ist immer gut. Kann man das eigentlich mit Salz und Pfeffer würzen? Nein. Es muss pur nicht werden. Warum? Weil es sonst den runden Geschmack der frischen, reifen Gartentomaten zerstört, William. Jonathan, ich weiß ja nicht, ob du dich gut mit Tomaten auskennst, aber Tomaten werden oftmals mit Salz, Pfeffer und Mozzarella gegessen. Ganz Tomaten am Stück, ja. Saft, nein. Der wird aber auch mit Pfeffer getrunken. Tu, was du nicht lassen kannst. Du kriegst keinen neuen für heute. Hab eh gerade keinen. Ja, dann springen wir doch einfach mal an den nächsten Tag, wo er das Kendo besucht. Wenn wir noch Freizeit haben heute, also nicht bis in die Morgengrauen aus dem Buch lesen, würde ich mich mal mit Schwertschmiedetechniken bzw. Schwertaufbau von den Legierungen und so weiter beschäftigen, weil ich muss ja Gegenstände kennen, die ich erschaffen will. Ja. Kein Problem. Ja, dann seid ihr am nächsten. Wer ist denn jetzt alles dann auch mit? Um alle mit? Ich auf jeden Fall. Will ihr noch Bescheid auch mit sagen? Ins Dojo? Ja, natürlich. Ein bisschen Workout schadet ja nie. Hab da vorm Schlafengehen noch eine Mail an das Dojo geschickt, dass ich nachts mit Spezialschülern vorbeikomme. Ja, es ist sehr leer in dem Dojo. Irgendwie Hausmeister wischt gerade feucht durch, als sie da ankommt. So die Hälfte der Lichter sind alle ausgeschaltet. Grüße ihn, müsst ihr ihn ja kennen. Hi. Lass dich nicht stören. Kein Problem, Senor. Gracias. Ja, dann, keine Ahnung, würde ich mir aus meinem Spind die entsprechende Kleidung raussuchen. Ihr könnt irgendwelche Trainingskleidung oder Straßenkleidung für den Anfang tragen. Ja. Macht doch mal einen Wurf auf eure Wahrnehmungsskills, also Perception und Alertness. Null für den guten Jonathan. Er ist gerade mit Umkleiden beschäftigt. Null für Melina. So, jetzt der Malkavianer reißt es jetzt raus, komm. Sekunde bitte. Was war's? Perception und? Alertness.
Sekündchen. Naja. Da fehlt das Leerzeichen. 43 D10. Serious? Ah, guck mal, ein Erfolg, ist doch toll. Sag ja der Maikavianer Reis raus. Ich bitte. Ich bitte. ja, ihr. Du hörst, dass sich der. mit spanischem Akzent sprechende Hausmeister, den ihr eben getroffen habt, gerade mit jemandem unterhält. Also zumindest kriegst du so Gesprächsfetzen mit. Wie Nachtkundschaft und so. Und dann hört ihr Schritte, die sich der Männerumkleide nähern. Ich glaube, der Hausmeister hat gerade über uns gesprochen. Was? Die Nachtkundschaft, habe ich gehört. Und es kommt wer? Ich stelle mich mal mit dem Kendo-Holzstabschwert hinter die Tür. Mhm. Ja, die Tür geht auf und es kommt ein... ja, ein Mann mit einer Sporttasche in den Händen in den Umkleideraum. Er ist ja relativ fein gekleidet. Ist ein Businessanzug, das würde man sagen. Hat lange zurückgegelte Haare und eine weiße Strähne. Sieht aber nicht so viel aus wie der Kaiser. Nein. Gut. Ja. Aber wie der Typ, den ich gesehen habe? Ja, du bist leider nicht in der Männerkabine, aber ja. Das wiederum sehe ich ein, ja. Ja, dann Abend. Öfter hier. Gelegentlich. Hm. Irgendwas sollen wir zusammen irgendwas. Ich meine, ihr seid zu zweit schon, sorry. Ich brauche noch einen Sparingspartner. Ja, wir haben noch zwei Damen dabei, aber wir gehen heute Kendo-Grundlagen durch. Ich denke, das wäre weniger was für sie. Warum? Sehe ich so aus, als ob ich fortgeschritten bin. Das ehrt mich. Ich ging davon aus, wenn sie so nachts alleine trainieren, dass sie fortgeschritten wären. Das ist der einzige Zeitpunkt, wo ich Zeit habe. Ah, ich verstehe. Der paranoide Jonathan schaut sich mal dem Herrn seine Aura an. Ja! Zwei Erfolge heißt, ich kann die Hauptfarbe erkennen. Die Hauptfarbe? Also die Haupt. Farbe der Aura. Also ist er primär, wie auch immer. Glücklich gerade, gelangweilt. Ich kann gerade nochmal gucken, was die Farben sind. Ich hab's jetzt auch gerade nicht im Kopf. Der ist. Schwer zu sagen. Gelb, vielleicht. Jonathan genau schüttelt ganz kurz den Kopf, aber sie ist blass. Nein, sie hat überall schillernde Funken. Kenne ich das? Noch nie gesehen bisher. Ja, dann
schüttelt dich ganz kurz den Kopf, reißt die Augen auf. Natürlich, natürlich. Es wäre mir eine Freude. Wenn Sie, also wie gesagt, wir machen Grundangriffs- und Verteidigungstechniken und ja, wenn Sie noch einen Sparringskampf wünschen, können wir das gerne mit einbauen. Ja, ich mache erstmal normales Workout. Ich komme dann später dazu. Gerne. Okay, ich muss mich noch ein bisschen frisch machen. Verschwindet. Natürlich, natürlich. Viel Spaß. Dann hört man ihn irgendwie, dass ein Handy klingelt und er mit irgendjemand spricht. Ach, ja, dann. Gut, William, wollen wir? Was wollen wir? Raus auf die Trainingsfläche. Ich ziehe mich noch ganz schnell um und dann komme ich nach. Ja, oh, dann mache ich. Entschuldigung, der Chat hat mich gerade. Ich bin in der Zeile versprungen. Keine Funken. Es ist eine leuchtende, schillernde Aura. Danke, Chat. Ah, Gut. Ja, dann würde ich zu William so machen. Auf die Kabine zeigen. Was soll ich in der Kabine? Nimm dich vor dem in Acht. Warum? Nicht hier. Wo soll ich mich sonst in Acht nehmen? Ah, ist ja egal, ich komme gleich nach. Aber ja. Ich ziehe mich jetzt erstmal um. Gut, na dann gehe ich schon mal vor. Klopfe bei den Damen. So, ich bin fertig, ich komme raus. Kannst losgehen? Ja, natürlich. Wir haben Besuch bekommen. So? Von wem? Von jemandem, dessen Aura ich nicht deuten kann. Er ist kein Mensch und kein Vampir. Okay. Wie weit ist denn Emma mit Umziehen? Auch fertig. Ich werfe, und auch neben Melina schießt, werfe ich sofort mal einen prüfenden Blick auf die Füße bzw. auf das Schuhwerk, das du anhast. Normale Sportschuhe. Ah, grinse dann, nicke. Dann bitte. Ja, dann mach dir da ein paar Übungen und so. Und ja, aber der Typ kommt nicht aus der Kabine raus. Kommt denn William aus der Kabine raus? Ja, der wird wahrscheinlich auch nicht. Sei denn, William, du sagst jetzt, du bleibst da sitzen. Nö, ich ziehe mich um und dann gehe ich selbstverständlich raus. Ja. Dann werdet ihr irgendwie eure Übungen machen, aber wie gesagt, der Typ, der in das Bad reingegangen ist, der kommt nicht aus der Kabine raus. Interessant. Ja gut, warm machen und dehnen muss man sich ja nicht, denke ich mal, als keins Kind. Deswegen haben wir so Grundstellung, hohe Parade und so weiter, was man so in der ersten Stunde macht. Ja, dann macht ihr ein anstrengendes Workout und wie lange dauert das ungefähr bei euch? Stunde, zwei? Ja. Also ich mache ja, für William ist zwischendurch wahrscheinlich nicht und zwischendurch mache ich einfach meine Wrestling-Moves. Also wenn er irgendwie ankommt und mit dem Zeug darum hampelt, dann gibt es halt Dropkicks und Piledrivers und Clotheslines und was es so alles gibt. Gut, Vampire sind ja nicht ganz schmerzunempfindlich, oder? Wenn du dem auf den Ellbogen schlägst mit dem Stab, merkt er das doch.
Schon. Ja, dann. Ja, also wir lernen gerade eine andere. Wahrscheinlich werdet ihr einen intensiven Fight hinkriegen, weil Jonathan kann das, was er da macht mit dem Kendo-Stick schon. Aber William kann halt auch wrestlen. Ne? Also ja, klar. Wahrscheinlich beide ein paar blaue Flecken, wenn ihr welche kriegen könntet, davon tragen. Das wäre sehr schmerzhaft. Ich will halt versuchen, ihn zu stützen. Für die beiden Damen. Ich würde ihn versuchen, zwischendurch zu ermahnen. William, wir wollen nicht wresteln üben, wir wollen Schwertkampf üben. Aber ist das nicht eine, wäre nicht eine Kombination daraus wesentlich überraschender für den Gegenüber? Das ist richtig. Wenn du die Schwertkampftechnik beherrschst, darfst du deinen eigenen Stil kreieren und Wrestling mit Schwertkampf kombinieren. Aber dafür musst du erstmal beide Stile beherrschen. Deinen beherrschst du. Okay, das ist einleuchtend. Und na gut, abgesehen davon ein... Ja, abgesehen davon... Ein vorschnellendes Bein kann man zack so abwehren. Und gut, wenn du jetzt kein kleines Kind wärst, sondern ein Mensch, würdest du danach nicht mehr gehen können, wenn ich dir damit aufs Schienbein schlage. Einem kleines Kind macht das jetzt nicht so viel aus. Das bin ich mir nicht ganz so sicher. Weil ich habe schon mal gesehen, wie ein Kampfsportler-Kollege einfach einen aufs Schienbein bekommen hat und der Stock gebrochen ist. Das ist richtig. Nur, wir üben ja nur mit Stöcken. Wir kämpfen später mit richtigen Schwertern. Und das Senor, wird nicht recht. Senor, wir schließen gleich. Danke, wir sind gleich fertig. 10 Minuten noch. Si, Senor. Muss abschließen. Ja. Danke. Ja, muss nach Hause zur Frau, weißt du? Macht Ärger, wenn ich zu spät komme. Verständlich. Danke für Ihre Mühen und ja, mal später dann noch irgendwie Geld in die Hand drücken. Ja. Dann gehe ich schon mal duschen. Hast du geschwitzt? Gewöhnung. Aber du hast mich angefasst und du hast geschwitzt. Ja, klar, Emma. Apropos duschen, der Herr kam nicht aus der Umkleide heraus. Das sollten wir mal überprüfen, William. Natürlich. Ja, ich gehe zur Kabinentür und klopfe. Ja, keine Antwort. Das, was ich jetzt mache, Jonathan, solltest du vielleicht nicht nachmachen. Kein Ding. Ich nehme Anlauf und tackle halt die Tür mit voller Wucht. Ja, soll dir gelingen. einem lauten Roms bist du erstmal in der Kabine drin. Ja, leer. Die einzige Tür, die es gibt, ist die, die du gerade kaputt gemacht hast und die zum Bad. Hier ist niemand, Jonathan. Steht im Bad irgendwie ein Fenster offen oder? Nee. Keine Fenster. Alles voll klimatisiert hier und voll. Konnte man den Gang raus von der Trainingsfläche einsehen? Also hätten wir bemerkt, wenn durch den Gang rausgegangen wäre. Ja. Okay, es gibt keine Fenster, William, und er ging nicht durch den Gang, den er reinkam, raus. Was haben wir für eine Erklärung dafür? Er hat die weitere Tür genutzt. Ja, aber wo ist die andere Tür? Na, schau mich mal fragend um. Hängen Spiegel in dem Bad? Ja. Ja gut, weiß es Jonathan nicht. Tja, gute Frage, wo er hin ist. Ja. Später drüber sprechen. Gut, dann würde ich sagen, ziehen wir uns wieder um und treffen die Damen. Er war unsichtbar, genau. Ja, das machen wir so. Ja, dann warten wir im Gang oder vor dem Gebäude. Eigentlich müsste Jonathan jetzt sagen, scheiße, die Werwölfe können sich unsichtbar machen.
Ja, sowas in der Art, wahrscheinlich, denkt er sich, aber er will jetzt hier mal nicht in Panik verfallen. Ich würde dann auf jeden Fall dem Hausmeister 20 Dollar in die Hand drücken, dafür, dass er gewartet hat. Oh, danke, Senior. Und 100 Dollar, da ist eine Tür zu Bruch gegangen. Kollege hat sie ein wenig zu schnell aufgeworfen. Tut mir leid. Reicht das für die Reparatur oder wird das teurer? Reicht schon. Entschuldigung. Sie, Senior. Warum erinnere ich mich gerade selbst an Mr. Wolf? Egal. Ja, warten wir vor der Tür, bis die Damen rauskommen. Ja, so ewig brauchen wir ja nur auch nicht, dann kommen wir auch irgendwann raus. Oh. Perfektion braucht ihre Zeit. Von mir aus können wir da auch zu dritt auf Emma warten. Es ist, aber ich bin fertig. Gut. Ja, Melina, der Herr, der reinging, kam nicht wieder raus. Das Bad ist leer und dort sind keine Fenster. Also, gerade, sorry nochmal, OT an den Spielleiter. Auch wenn jetzt die Aura nicht mit Funken ist, sondern die von Werkkreaturen, aber ich weiß trotzdem nicht, zu welcher Kreatur die Aura gehört. Du hast ja noch nie eine Werkkreatur gesehen. Eben, deswegen ja. Ich konnte von seiner Aura her sagen, dass er weder Kainskind noch Mensch war. Aber was für andere Übernatürliche können sich unsichtbar machen? Da fragst du mich jetzt, oder was? Ja, das war eine rein rhetorische Frage, tut mir leid. Ja. Hauselfen. Ja, die Reporterin bei Harry Potter konnte sich in Käfer verwandeln. Siehst du, Jonathan? Da hast du deine Antwort. Ist nicht nach Käfern geguckt. Gut, rein hypothetisch. Sie wäre jetzt keine Magierin des Tagespropheten. Und wir wissen, sie ist kein Mensch und kein Vampir. Nehmen wir mal hypothetisch an, sie wäre ein Werwolf. Es sind uns Möglichkeiten bekannt, wie Werwölfe aus geschlossenen Räumen verschwinden können. Mir jetzt nicht. Nee. Aber gibt's Werkakerlaken oder so? Werkakerlaken? Die würden alles überleben. Die könnten vielleicht nicht so super kämpfen, aber du könntest die nicht kaputt machen. Oh, unterschätzt mal die Kakerlaken in dem Kampf. Indeed. So Atomkrieg und so, da kann alles kommen. Habt ihr etwa auf mich gewartet? Natürlich. Also ich fand nicht, dass ich so langsam war. Leute? Ja? Wo ist... Also ich möchte ja nicht sagen, aber haben wir nicht die Aufgabe auf Portia aufzupassen? Die spielt doch Videospiele, oder? Genau. Ja. Ich möchte ja nicht sagen, aber du hast auch geschlafen, wo sie das Loch in die Wand gebohrt haben. Moment, ich tippe eine schnelle WhatsApp. Alles okay bei dir und schick sie an Portia. Ja, und bei euch? Und das halte ich dann William vor die Nase. Da hat sie ja Glück gehabt. Ich schicke ihr ein paar Fotos, die ich während des Trainings gemacht habe. Nice, komm zurück. Geht so. Wollt nett sein. Kam nicht ehrlich genug rüber. So ein, also kommt so fahren ein, wir so zurück. Smiley mit so einem Heiligenschein. Ja. Was ist denn jetzt mit dem, der unsichtbar geworden ist? Wer ist unsichtbar geworden?
Das ist eine gute Frage. Danke. Und die Antwort dazu? Jonathan, die Antwort bitte. Ich habe keine Antwort. Die Frage war, ein Mann ging in die Umkleide, in die Dusche, wo keine Fenster nirgendwo sind, kam während unseres Trainings nicht zurück, ist aber nicht in der Umkleide und nicht in der Dusche. Wir wissen, er ist übernatürlich und wir wissen, er ist ja, kein Mensch, kein Vampir. Klingt nach so einer furchtbaren Matheaufgabe aus dem... Wenn X gleich... Also nein. Das ist eine Aufgabe aller. Du hast einen Fuchs, eine Gans und einen Sack Getreide. Also wenn er nur unsichtbar ist, dann müsste er ja noch... Dann müsste er ja noch da drin sein. Und er ist vielleicht unsichtbar, aber nicht unfühlbar. Habt ihr mal gefühlt? Oh, John, das ist eine gute Idee. Haben wir nicht. Nun, dann wisst ihr auch nicht, ob er unsichtbar war oder nun ja, einfach weg. Yep. Aber jetzt ist geschlossen, wir können nicht mehr herein. Ja, ihr seid noch nicht dann rausgegangen. Müssen. Ihr seid noch nicht rausgegangen. Ach so, ja, dann wollen wir nachschauen gehen. Also ich gehe da nicht rein. Das ist eine Menge. Weil es könnte eine Schießerunterhose dort liegen, oder? Nein, in solchen Etablissements stinkt es bestialisch. Ich weiß, wie ihr Männer drauf seid. Was? Ich weiß nicht, mit welchen Männern du verkehrst und wenn ich es mir überlege, will ich es auch gar nicht wissen. Siehst du, du verstehst das Problem. Ja. Ja, so sagt Jonathan, genau. Geht Richtung Umkleideraum und kratzt sich am Hintern. Ja, genau das! Was? Was soll das? Freischwirrende Neuronen im äußeren Nervensystem? Du hast dir deinen Arsch gekratzt. Weil er gejuckt hat. Mhm. Schaust du mir etwa auf den Hintern? Frau. Eine Sekunde, wir haben unsere Sporttasche vergessen. Sehr sofort. Gesagt. Tut mir leid. Sporttasche. So, gleich wieder. Ja, dann... William? Ja? Umkleide und so. Dusche und so. Ja, dann sollten wir das tun. Weiß zwar nicht, ob man Auren von Unsichtbaren wahrnehmen kann, aber ich versuch's zumindest mal. Du möchtest eine Aura wahrnehmen, ne? Ja, was Besseres fällt mir gerade. Im ersten Wurf ja. Fällt mir gerade ein, ja. Ich würde zumindest irgendeine Aura erkennen, wenn sie da ist. Keine Aura da. Und dann gehe ich mal zu dem Spiegel. Gibt es einen Spiegel, der irgendwie schräg in den Raum guckt? Das ist quasi so eine Spiegelfront. So die ja, Seite. Perfekt. Ja. Ich halte meine Hand drauf und schaue mir an, was die Spiegelfront heute Abend gesehen hat. Mhm. Auch nur ein Erfolg, verdammt. Ja. Aber das wäre zumindest grundlegende Information. Also die Person, war die da und wie ist sie wieder gegangen? Ja, die Person war da. Und dann siehst du den Eindruck, wie sie immer näher kommt, immer näher kommt, immer näher kommt. Mit dem Spiegel verschmilzt und weg ist. Ich schaue verwirrt. Ich habe den Eindruck, sie ist durch den Spiegel gegangen. Dann schaue ich William ziemlich fragend an. Soll ich mal nachschauen? Das, was Maureen zu dir sagte. Was sagte sie denn? Durch den Spiegel gehen. Na gut, dann
Mache ich das jetzt mal? Nein! Die Person kann irgendeine Kraft einsetzen, von der Maureen geredet hat. Ja, aber woher soll ich wissen, welche? Das gilt es herauszufinden, William. Ja, dann sag das doch. Wir müssen mit Maureen reden. Immer dringlicher. Und dann wieder raus aus dem Puma-Käfig, den Emma so nennt. Leute! Ich hatte eine sehr gute Idee. Wir sollten mit Maureen reden. Gute Idee, was Maureen zu sagen hat zu der ganzen Geschichte, werden wir dann beim nächsten Mal erfahren. Denn für heute haben wir schon die 10 Minuten für der Frau überzogen. Sehr gut, sehr gut. Ich bedanke mich bei, dass ihr mitgespielt habt. Ich bedanke mich an den regen Chat, der war heute richtig aktiv. Ja, richtig toll, schön. Ja. Und wir warten da so drin heute. Wie könnte man sich das nochmal alles anzeigen lassen? Irgendwo kann man sich das anzeigen lassen. Egal, was ich scroll einfach mal hoch. Hier, den Kniffs sehe ich, den Astral sehe ich, den Spoon sehe ich, der Drolyko, Mischka, wer auch immer das ist. Katze Amera war dabei. Genau. Feramin 666 war dabei. Jai-Obi. Genau. Feramin. Ja. Du kannst auch ganz einfach unten aufs Rädchen klicken und dann hast du... Siehst du Rädchen. Ja. Siehst du, hier sind die ganzen die Cracks hier. Also beziehungsweise daneben, neben dem Rädchen. Das ist neben dem Rädchen. Ah, guck mal da. Da sind Ophelius, guck mal. Saiki TV, Schattenjäger, Zero und Joe2Go, haha. Übrigens ein ganz toller Kanal. Ja, du musst ja auf YouTube unbedingt mal drauf gehen. Stefan, V&K, ihr Commander Root hat heute auch Koalas gekrault. Sollte jeder machen von euch, ja. Und Electrical Skateboard und Electric Alongboard. Okay, wenn das mal nicht derselbe Mensch ist. Und irgendein Typ auch. Ja. Perfekt. Ja, danke fürs Zugucken. Wenn du es nachguckst, hinterlass uns ein Zeichen, dass du nachgeguckt hast. Dann freuen wir uns ganz doll und vielleicht grüßen wir dich ja dann auch beim nächsten Mal. Zieht sowas? Ich weiß es nicht. Und wann es weitergeht, wahrscheinlich in 2 Wochen, seht ihr auf dem Nerdpool, da oben läuft die ganze Zeit die Adresse durch. Da gibt es auch noch ganz viele andere tolle Rollenspiel-Streams, zum Beispiel von Mischka oder von Zero und Joe. Einfach mal angucken und sich für den Nerdpool Discord anmelden und so ein bisschen mitquatschen. Fachsimpeln. Ich habe heute übrigens was ganz Tolles gesehen im Chat. Der Chat hat sich heute zu einer spontanen Vampire-Gruppe, glaube ich, zusammengestoßen. Ach, cool. Ja, ja. Ich habe irgend sowas am Anfang gelesen. Ich habe es nicht hundertprozentig nachverfolgen können, aber wenn dem so ist, schön. Spielt es online, dann kann ich zugucken. Ja, und damit sage ich dann gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht. Ciao.